Herzlich willkommen, jetzt aber richtig. Wir machen ein Webinar mit Oliver Tacke, Mr. H5P. Und darum soll es auch gehen, interaktive Elemente, was bei Olli häufig H5P heißt, aber Olli kann auch andere Sachen. Wir werden es so machen, dass Olli relativ viel am Stück redet, dreimal, und dann machen wir immer Zwischenstopps und da können wir Fragen und Rückmeldungen aufnehmen. Wir haben die Arbeitsteilung, dass Olli der Experte für den Inhalt ist und dafür nicht den Chat lesen braucht, damit er sich voll auf das, was er erzählen möchte, konzentrieren kann. Und ich dann sozusagen der Chat-Korrespondent bin. Das heißt auch, ihr könnt schon Fragen stellen, während Olli redet. Ich kopiere mir die dann zusammen und zu den Zwischenstopps lese ich sie vor. Das ist sogar sehr sinnvoll, weil da müssen wir nicht warten, bis alle mal getippt haben, wenn Olli eine Pause macht, sondern haben dann schon die Fragen parat. Wichtig ist auch, ihr könnt Fragen stellen zu allem, was unter diese Überschrift heute Abend runterpasst. Auch sonst alle Fragen stellen, weil das sehr entscheidend ist bei den Illunauten, dass wir im Moment das Coaching von dem OER-Camp-Programm so gestalten können, dass ihr gut das machen könnt, was ihr gerade bei den Illunauten braucht. Falls ihr nicht bei den Illunauten seid und auch gar nicht wisst, was das ist, ihr habt nur irgendwo einen Link auf Twitter gesehen, auch kein Problem, auch dann könnt ihr eure Fragen stellen. Das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir sagen, puh, das sprengt jetzt den Rahmen, verlagern wir die Diskussion nochmal woanders hin. Jetzt würde ich sagen, Olli, kannst du nochmal manuell dein Mikrofon etwas lauter stellen und dann loslegen? Alle anderen, der Chat gehört euch. Ihr könnt es auch gerne nutzen, um euch gegenseitig vorzustellen. Immer wenn eine Frage dabei ist, die ich dann Olli stellen soll, ist es nicht schlecht, wenn ich es mit einem Fragezeichen kennzeichne oder Frage an Olli davor schreibe oder was, dann sortiere ich das da raus und auf meinen Notizzettel. Ganz am Ende dieses Videos machen wir kurz noch Werbung für alle, die die OER-Camps nicht kennen. Erklären wir dann, was das ist. Die Leute nicht kennen, können wir es auch nochmal erklären. Aber nachdem wie es jetzt bisher so aussieht, würde ich sagen, das sind viele, die ich auch schon bei den Leuten gesehen habe. Jetzt, Olli, gehört erstmal die Bühne dir. Los geht's. Ja, vielen Dank. Ich brauche dich aber gleich nochmal, Joran. Genau, Johann hat es angekündigt, eigentlich ist dieses Video ja mit dem Gedanken entstanden, so als Zielgruppe die Idonauten zu haben, die Inhalte erstellen. Und ich weiß aber auch nicht, wie viele Leute davon H5P kennen und wer jetzt noch so einfach so über Twitter so dazugekommen ist und H5P auch nicht kennt und für den das jetzt so drei komische Buchstaben einfach nur sind. Und von daher, schreibt doch bitte einfach mal ganz kurz in den Chat. Also Jöran weiß ja ungefähr, wie viele Leute das sind und alle, die die H5P nicht kennen und wirklich noch eine etwas ausführliche Einleitung brauchen, die sollen sich mal kurz bemerkbar machen. Und dann kann Jöran mal abschätzen, wie viele das sind, prozentual. Ja. Du müsst mal so Jeopardy-Musik anmachen. Ja, ich kann dir schon ich singe was. Zwischendurch sagen, dass unsere N30 ist. Und jetzt kann ich sozusagen live zählen. Aber die Leute schreiben natürlich auch alle so kreative Sachen rein. Ich weiß nicht, ob Hallo zum Beispiel ein bemerkbar ist. Bemerkbar, wenn jemand bemerkbar geschrieben hat, ist es ein bemerkbar. Ja, siehst du, ich bin, das sage ich, dann sabbel ich noch ein bisschen. Ich bin halt, wie man jetzt gerade gemerkt hat, offensichtlich kein Didaktiker oder so. Ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich einen vernünftigen Arbeitsauftrag gestellt, der eindeutig gewesen wäre. Ich bin Softwareentwickler eigentlich. Ich lese mal vor und ja. Davor nochmal ganz kurzer Hinweis, ihr könnt auswählen, wohin ihr eure Nachricht schreibt. Und wenn ihr auswählt an alle Diskussionsteilnehmer, dann hört es sich an, als sollte das jeder lesen. Ist aber nicht so, dann sehen nur wir beide hier das. Wenn ihr auswählt alle Gesprächsteilnehmer und Teilnehmer, könnt es alle lesen. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt Sachen vorlese und ihr nur jedes zweite davon lest. Ich wähle mal die raus, wo es eindeutig ist. Bemerkbar. Mhm. Ich weiß zwar, was es ist, habe mich aber noch nicht dran getraut. Bemerkbar. Okay. Ich habe keine Vorkenntnisse. Ich weiß, was es ist. Ich kenne H5P nicht. Hier. Aha. Unbekannt. Ja. Bisschen Einleitung wäre schön. Okay. Ich kenne es nicht. Kenne und einige, also 18 haben von 30 schon eindeutig gesagt, sie kennen es nicht oder brauchen eine Einleitung. Gut. Eine Einleitung habe ich sowieso geplant, aber dann mache ich sie ein bisschen ausführlicher, als ich eigentlich wollte. Ist aber nicht schlimm. Für die, die es jetzt schon kennen, lehnt euch zurück. Dann holt euch noch einen Kaffee, 10 Minuten brauche ich bestimmt, um das kurz einmal zu zeigen. Aber das, was ich jetzt zeige, habt ihr dann bestimmt auch schon mal in einer ähnlichen Form gesehen. Also fangen wir nochmal an. Dann teile ich erstmal meinen Bildschirm. So. Und jetzt solltet ihr hoffentlich meinen Bildschirm sehen. Joran nickt, das ist perfekt. Genau. Also was ihr hier seht, ist erstmal nur eine Website, h5p.org. Das ist ganz wichtig, weil es halt alles online passiert. Das heißt, ihr könnt jetzt auch live immer zugucken und wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon mitmachen, wenn ihr möchtet. Dann geht ihr auf h5p.org. Da kann man nämlich ganz viel ausprobieren.
So, was ist H5P? Das Schöne ist, hier auf dieser Website ist auch alles drauf, was man dafür braucht, um das erklärt zu bekommen. Und da steht schon ein so ein großer Satz. Da steht Create, Share and Reuse Interactive HTML5 Content in your browser. Puh, ist ganz schön lang und kompliziert, aber wenn man das versucht zu übersetzen, dann ist das halt, oder wenn man ein bisschen was davor setzt, dann ist das eine Software, eine Autorensoftware, mit der kann man eben interaktive Inhalte erstellen und teilen und wiederverwenden. Ja, da ist dieser OER-Gedanke drin. Und HTML5 kann man weglassen, da kommt nur der Name nachher her und es geht halt um Inhalte im Browser. Das heißt, man braucht keine extra App irgendwie installieren, so wie Zoom, das jetzt hier als Beispiel für eine Videokonferenz, sondern man verschickt zum Beispiel einen Link nachher auf eine Website und es läuft ganz wunderbar. Falls Leute noch den Internet Explorer 11 benutzen, sogar da läuft es. Manchmal mit so kleinen Macken, aber selbst da läuft es im Prinzip noch. Also das ist ganz schön. Und ob das nun ein Desktop ist oder ein Browser auf dem Smartphone, ist auch ganz egal. So, also jetzt habe ich ein bisschen was erzählt. Das klingt ja, ist ja erstmal ganz nett, das läuft irgendwie überall. Aber was heißt denn das? Was läuft denn da? Und jetzt fange ich an, ein bisschen was zu tun. Ich versuche das so zu machen, dass ihr den folgen könnt. Hier ist der Mauszeiger. Hier oben steht ein Link namens Examples and Downloads. Und wenn man da draufklickt, dann geht eine neue Seite auf. Und da sieht man so ganz viele kleine Bildchen. Und das scrolle ich jetzt einfach mal ganz langsam durch. Das sind so um die 40 mittlerweile und da kommen auch immer ein paar neue dazu. Und jedes dieser kleinen Bildchen steht halt für einen sogenannten Inhaltstyp oder eine Interaktivität, die man mit H5P erstellen kann. So, wenn man nur mal durchguckt, dann findet man da so ein paar alte Bekannte und mit denen können wir vielleicht anfangen. Also ich nehme mal den hier, Multiple Choice. Den kennt man, das ist halt so, was man dahinter vermutet. Das ist ein kleines Quiz. Und wenn man aufklickt, geht das auf. Sieht jetzt ungefähr so aus. Also ist ein Bild, kann man das Licht dazu packen. Und darunter ist jetzt eine Frage, also welche Farbe haben diese Beeren? Und naiv würde ich jetzt natürlich sagen, naja, es sind Blaubeeren, auch wenn da Black Currant steht, nehme ich doch mal blau. Und dann klicke ich auf Check. Ist hier Englisch. Ist offensichtlich falsch. Jetzt kann ich mir überlegen, was ich mache. Dann gucke ich mir die Lösung an oder versuche es einfach nochmal. Und ich bin mal mutig, ich probiere es nochmal. Ist wahrscheinlich das sehr dunkle Purpur. Das Lila und das ist es dann auch und dann bekommt man das angezeigt. So. Also ist überhaupt nicht spektakulär, ist ein Multiple-Choice-Quiz, aber kann man ganz einfach erstellen. Man muss da nichts für programmieren können. Das heißt, man, zeige ich auch gleich nochmal, man gibt da letztlich nur eben eine Frage ein und gibt dann Antwortmöglichkeiten vor und kann auch so ein paar Kleinigkeiten einstellen, aber dann läuft das. So, das ist noch ein bisschen langweilig. Von daher gehen wir einfach nochmal zurück auf diese Examples- und Download-Seite. Und ja, ich zeige im dritten Block, habe ich noch nicht gesagt. Ich bin ganz schlecht didaktisch. Mein dritter Block sind noch ein paar Beispiele. Ich mache einfach mal mit dem weiter, wo mit dem H5P bekannt geworden ist. Das sind die interaktiven Videos. Das ist dieser große, der hier ganz oben links auch als erstes steht. Und ja, das sieht so aus. Da gehe ich immer ganz gerne in den Vollbildmodus. Dann habt ihr nämlich das komplette Video. Ist erstmal auch nicht so spektakulär auf den ersten Blick. Ne? Es ist offensichtlich ein Video. Klar, sieht ja so aus. Da unten so eine Leiste mit so einem ganz links so ein Play-Knopf und offensichtlich sind da aber noch so ein paar andere kleine Sachen drauf, so Kreise und Strichelchen und rechts sind auch noch so ein paar Sachen. Und ich lasse das Video einfach mal laufen und wir gucken einfach mal, was passiert. Das weiß ich natürlich nicht, ob der Ton durchgeschleift wird, aber wenn nicht, ist das gut, weil der Ton ganz schrecklich ist von diesem Beispielvideo. Ich lasse es mal laufen. So, da poppt offensichtlich was auf. So ein Dings, wenn ich da, so ein kleiner Knopf und wenn ich da draufklicke, ja, dann bekomme ich erstmal nur so eine kleine Übersicht, was da offensichtlich in diesen Smoothie rein soll, der gebaut werden soll. Es ist so ein Overlay, das man da drüber setzen kann. Ist erstmal auch unspektakulär, aber seitdem YouTube die Funktion rausgenommen hat, dass man einfach so Fensterchen über sein Video belegen kann, ist das auch schon ganz praktisch. Das heißt, selbst wenn das jetzt ja, nur ein kleiner Hinweis ist. Aber machen wir das mal wieder zu. Wir lassen es mal weiterlaufen. Seht ihr, da kommt gleich unten so ein kleiner Kreis. Aha, und da geht noch was auf. Und wenn man da draufklickt, sehen wir einen alten Bekannten. Das ist nämlich ein Multiple-Choice-Quiz. Im Prinzip genau das Gleiche, was wir eben auch gesehen haben. Nur jetzt sind es keine Blaubeeren, jetzt ist hier eine Erdbeere. Und jetzt darf ich ihm sagen, okay, ja, ist eine Erdbeere und dann ist das richtig. Ja, genau das Gleiche, was ihr eben gesehen habt. Man kann offensichtlich diese Multiple-Choice-Quizzes eben separat benutzen und auch hier in so einem interaktiven Video. Und man kann damit... Achso, jetzt weiß ich nicht. Joran, hört man den Ton? Vom Video nicht. Ach, vom Video nicht. Gut, dann hört ihr mich, weil ich war gerade verwirrt, ob ihr mich überhaupt hören könnt.
So, also was ich jetzt gesehen habe, offensichtlich, bei den anderen musste ich draufklicken, offensichtlich kann man da auch einstellen, dass das an einer bestimmten Stelle einfach anhält, dieses Video. Und jetzt bekomme ich wieder so eine Frage. Jetzt muss ich irgendwie angeben, ja, was da schon drin ist. Und dann kann man natürlich ein bisschen schummeln. Also die Erdbeeren sieht man schon. So, Erdbeeren sind drin. Ich weiß, hier sind die Blaubeeren, auch wenn ich nicht aufgepasst habe. Und ich weiß, dass nichts mehr drin ist. Aber damit ich euch ein paar Sachen zeigen kann, klicke ich jetzt nochmal die Cookies an. Sage ich einfach mal, die wären schon drin. Und dann ist es nämlich falsch. Dann bekomme ich natürlich erstmal die Antwort, was richtig war und was falsch war. In dem Fall hier die Cookies, die gehören da nicht rein. Und was jetzt seht ihr aber rechts, hier steht nicht irgendwie Continue oder weiter oder irgendwas in der Richtung, sondern weil der Autor das so eingestellt hat in dem Fall, lässt er mich zum Anfang des Videos springen und ich muss mir jetzt das Intro nochmal angucken. So, das wäre jetzt ein bisschen langweilig oder ein bisschen sehr streng. Wenn man nicht mehr weiterspringen könnte, kann man auch einstellen, aber ich darf weiter. Und ich könnte zum Beispiel auch da weitermachen. Und ich lasse es nochmal laufen. Da kann ich nochmal drauf gehen. Na, jetzt hier wird es nicht automatisch an, weil es so eingestellt ist. Aber offensichtlich gibt es auch so viele Lückentexte. Na, die kann ich hier auch mit einblenden. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Ich lasse mal laufen. Es gibt noch na, vielleicht zeige ich einen zeige ich noch. Kann man auch direkt hinspringen. Zu dem hier. Das ist ein Drag-and-Drop-Quiz. Auch den kann man, das könnte man wieder einzeln machen. Und hier müsste ich jetzt halt das so machen. Ihr seht so ganz viele Variationen. Eigentlich sind das immer nur so Auswählaufgaben, nur ein bisschen anders gestaltet. Und ich weiß gar nicht, ob das alles drin ist. Nee, zwei sind richtig, zwei sind falsch, also kriege ich eben Ende 0 Punkte. Sowas kann man auch machen. Bei diesem interaktiven Video hat man noch diverse andere Einstellmöglichkeiten. Ich könnte ja auch auf dem, ihr seht gar nicht, wie ich auf meinem Bildschirm zeige. Ihr könntet hier noch so Felder definieren, wo auf die man draufklicken kann und wo, dass man an eine bestimmte Stelle im Video springen kann. Also ist da sehr flexibel. So. Das war die zweite Möglichkeit. Dann gehen wir aus dem Vorbildmodus wieder raus. Und ich überlege gerade. Nee, ich mache noch keinen Blog. Also, wenn ihr Fragen habt, stellt die mal in den Chat. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz, ich sag erstmal ganz kurz, was man braucht, um sowas zu erstellen. Das eine, man kann auf diese Seite gehen, h5p.org. Die ist zum Testen da, das ist überhaupt kein Problem. Man kann sich da ein Konto anlegen und Inhalte draufspielen. Aber bitte nutzt das nicht produktiv. Lagert da nicht eure Inhalte, sage ich in einem anderen Video später nochmal, warum nicht. Aber da kann man das ausprobieren und testen. Und wenn es einem gefällt, hat man verschiedene andere Optionen. Was man noch machen kann, man kann auf h5p.com gehen. Das sieht man auch gleich, dort sitzt auf der anderen Seite. Da muss man dafür bezahlen, dass man das nutzen kann. Aber grundsätzlich ist das Schöne, das ist eine Open-Source-Software und die ist kostenlos. Das heißt, entweder man installiert sich das selber, das heißt, man hat ein WordPress, ein Moodle oder ein Drupal oder ein Typo 3 oder ein Ilias oder ein nicht richtig informierten Stutt-IP. Da gibt es Plugins für, die installiert man und dann kann man eben diese H5P-Inhalte nutzen und übrigens auch untereinander austauschen. Das heißt, wenn ich das in Moodle erstellt habe, kann ich das auch an jemanden geben, der das auf Ilias benutzt oder in Drupal oder WordPress. Das ist ganz schön, was ja sonst nicht so gut geht. Ja, so kriegt man das. Oder es gibt halt, die Seite zeige ich vielleicht auch mal, es gibt Seiten, da darf man H5P-Inhalte selber anlegen und darf die auch teilen. Und das ist auch zum produktiv Nutzen gedacht für die Leute, die jetzt wirklich keinen eigenen Server haben. Das ist apps.zum.de. So, zeige ich jetzt nicht, aber ihr könnt euch auch da ein Konto anlegen. Da kriegt ihr ganz schnell auch einen Zugang zu. Und hat nur zwei Haken. Den einen finde ich nicht so schlimm für euch. Ihr wahrscheinlich auch nicht, wenn ihr hier zuguckt. Der Deal ist, ihr dürft das kostenlos benutzen. Ihr müsst dafür nichts zahlen, aber auch Inhalte müssen unter einer freien Lizenz stehen. Das heißt, damit andere die weiter nutzen können. Das seht ihr auch. Also alles, was ihr hier zum Beispiel seht, das sind schon Beispiele von Inhalten, die andere erstellt haben. Das ist also wichtig. Der zweite Haken ist, man kann Sachen von hier aus nicht anderswo einbetten, aber da komme ich dann im zweiten Block nochmal drauf, warum das wichtig ist. So, grober Überblick zu H5P. Da jetzt ja so viele dabei sind, die es noch nicht kennen, würde ich auch nochmal ganz kurz zeigen, wie man das erstellt und weil das ist wirklich auch ja, super einfach ist und man nichts tun muss. Jöran meldet sich. Lass mich kurz dazwischen gehen, weil ich glaube, tatsächlich zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, kannst du noch ein bisschen konkretisieren. Da waren nämlich genau dazu schon einige hilfreiche Fragen. Dann mache ich das.
wo ist das eigentlich so ungefähr aus dem, der Richtung. Ja. Ich gebe sie dir mal ein Stück. Hast du einen Zettel und Stift oder eine Tastatur dabei? Ich glaube, du kannst sie sehr gut zusammenfassen. Ich bin gut ausgerüstet. Die erste Frage des Abends gehörte dem Thema Datenschutz. Lempel Krempel fragte, wo stehen denn die Server von h5p.org und ist das datenschutzrechtlich zulässig? Ja. Dann in die andere Richtung, Michael Kühn fragt, wir arbeiten mit der Google Suite for Education. Da kann ich die Inhalte in Websites einbauen, aber kann ich als Lehrer trotzdem sehen, was meine Schüler, Schülerinnen geantwortet haben? Dann drittens, Susanne sagte, wo finde ich schon erstellte freie Inhalte? Wie lade ich die herunter zum Remixen? Ja. Noch eine Frage von Susanne. Unsere Schul-Homepage arbeitet mit WordPress. Wie binde ich das da ein? Und schließlich, Christine, kann ich Videos von YouTube verlinken oder funktioniert das nur mit hochgeladenen Videos? Ja, okay. Baue ich alles ein, beantworte ich alles. Also die erste Frage, Datenschutzfrage, kommt drauf an. Also erstens h5p.org, das sind Server, die liegen in Europa. Aber diese Seite ist ja nur zum Testen gedacht, nicht für Produktivinhalte. Das heißt, da sollte man Produktivinhalte sowieso nicht nutzen. Bleibt einem also noch die Variante, irgendjemand anderen hostet, also die apps.zum.de hostet, da liegen die Server wahrscheinlich in Deutschland, aber da müsste man bei denen gucken, das weiß ich nicht. Es gibt halt dann noch zwei große Varianten, natürlich so die Extreme. Entweder ich nehme h5p.com, da liegen die Server, also Amazon wird genutzt, das ist der Hintergrund, das ist AWS und man kann sich drei große Cluster aussuchen, einen in Europa, einen in Australien, einen in Ozeanien, einen in den USA und Europa ist dann wahrscheinlich die Wahl. Frankfurt ist dann vermutlich der Punkt, aber es ist halt eine Cloud, da kann ich es nicht genau sagen. Bei Amazon schreien dann immer einige auf, aber jetzt kommt da der Punkt, Amazon bietet alle IT-Zertifikate, die man haben will und wenn man auf h5p.com ist, bekommt man auch eben einen Datenverarbeitungsauftrag unterschrieben. Das heißt, das ist dieses GVO-konform. Wenn dann immer noch zu hakelig ist, dann gibt es halt die Möglichkeit, selber installieren und dann weiß man, wo die Daten sind. Dann ist man allerdings natürlich auch verantwortlich gegenüber den Leuten, die das nutzen. Das heißt, da muss man sich selber darum kümmern, dass man den auch so betreibt. Und weil Studis ja dann zum Beispiel auch ein Recht haben, ihre Daten einzusehen und so weiter, muss man sich selber darum kümmern. Das ist so die Antwort darauf. Also ne, h5p.org, Norwegen, aber ist eh nicht für ein Produktivsystem. h5p.com, die Bezahlvariante, superschnelle Server über AWS mit allen Zertifikaten und Datenschutzunterschriften, die man irgendwie bekommen kann. Oder halt selbst gehostet und dann kann man halt machen, was man will. Sondern da geht auch nichts raus. Einige sagen, ja, aber hier ist so ein Haken, wenn ich da draufklicke, dann steht da, bitte sende mir anonyme Statistiken an Jubel, an die Firma in H5P. Das passiert, weil das passiert dann, wenn man diesen Haken setzt. Wenn man den nicht gesetzt hat, geht gar nichts irgendwie anders woanders hin. Aber das hilft ihnen einfach, weil sie dann sehen können, wie viele Leute das benutzen und wo vielleicht Probleme haben. Aber wenn man das nicht aktiviert, dann das auf einen eigenen Server betreibt, dann ist da nichts, was passieren kann. So, das war der Datenschutz. Dann das Einbetten in, ich vergesse mal, wie das heißt, Google for Education oder wo auch immer, also andersrum, wenn man irgendwo was eingebettet hat, wäre es technisch möglich, eine Lösung zu erstellen, mit dem man die Punkte sehen kann der Schülerinnen und Schüler oder überhaupt, was sie getan haben, wird man aber aus Sicherheitsgründen einfach nicht tun, weil man dann da Schindel mittreiben kann. Und deshalb, wenn man Sachen irgendwo anders einbettet, kann man leider nicht die Ergebnisse erfassen. Ausnahme ist, wenn man h5p.com benutzt, weil das eine andere Technik benutzt, sogenanntes LTI, aber da weiß ich, ich glaube, Google Education kann das nicht bedienen. Von daher fällt das dann auch weg. Also so wie du es machst, leider nicht. So, genau, nehmen wir, wo Inhalte finden. Das eine ist, was ich gerade gezeigt habe, oder das seht ihr jetzt gerade, das ist apps.zum.de. Ja, da seht ihr hier schon ganz viele, viele Sachen. Also wenn man aus Deutschland kommt, ist das wahrscheinlich gerade die beste Anlaufstelle, um Sachen zu finden. Man kann einfach hier oben auf Apps suchen klicken, kreist dann nochmal drüber, da. Und dann kann man nach verschiedenen Sachen filtern. So, sagen wir mal Biologie vielleicht und sagen wir, weiß ich nicht, Sec1, Sec2. So, ich hoffe, da ist jetzt was. Ein bisschen was ist da. Ne? Also dann kann man dann nach Fächern filtern. So, und das andere ist jetzt, das ist eine für Deutschland eine super Anlaufstelle, da passiert auch immer mehr, da findet man einiges. Man könnte auch noch direkt auf h5p.org suchen, da findet man auch Inhalte, weil das halt auch, obwohl es nicht so gedacht ist, kostenlos genutzt wird. Müsste man aber über die Google-Suche machen und dann auf die Seite einschränken, das ist ein bisschen umständlich. Das Schöne ist,
So ein kleiner Spoiler kann ich, glaube ich, machen, weil das sollte zwar im Mai erst bekannt gegeben werden, aber die Konferenz dazu fällt ins Wasser. Von daher kann ich ja ein bisschen spoilern hier unter uns. Es kommt demnächst der H5P Content Hub. Da wird gerade fleißig dran entwickelt. Und mit dem hat man die Möglichkeit, kennt ihr den Editor noch nicht, aber wenn ihr da Inhalte erstellt, kann man, vielleicht zeige ich das gleich. Also ich denke gleich dran. Also ich zeige euch gleich, wo man dann gut an Inhalte kommt. Das wird dann wahrscheinlich die beste Variante. Dann, ja, wie man es auf WordPress installiert, ist wahrscheinlich für die meisten hier nicht so spannend. Kann ich vielleicht ganz ans Ende hängen, dann zeige ich dir das auch gerne so. Ansonsten, es gibt einfach ein Plugin für WordPress. Da geht man, so wie man ein anderes WordPress-Plugin installiert, geht man da rein oder sagt dem Admin Bescheid, Admin, installier mal. Das Plugin heißt auch H5P. Das heißt, wenn man das dann in die Suchmaske eingibt, findet man das und dann hat man ein Plugin installiert und dann hat man das schon. Also mehr muss man da gar nicht tun. So, und die anderen beiden Sachen, also YouTube und wo finde ich denn Inhalte, das zeige ich jetzt einfach live, wenn ich den Editor zeige. Es sei denn, es kam noch was rein, was ich schnell zwischenschieben kann. Es gibt eine große Aufforderung, dass du es zeigen sollst mit WordPress, aber hast du ja schon gesagt, kannst du am Ende nochmal machen. Ja. Es gab die sehr schnelle Frage, was das denn kostet, wenn man bei h5p.com etwas betreiben möchte. Das weiß ich gar nicht und da müsstet mal gucken. Es gibt da so eine Preisübersichtsseite, die weiß ich jetzt nicht auswendig, aber h5p.com, wenn man da versucht, wenn man Sign-in, nicht Sign-in, Konto erstellen oder sowas, wenn man das macht, dann bekommt man das irgendwo einen Link dann auf die Preisliste. Ich kann gleich dazu sagen, das ist nicht ganz günstig, weil die Zielgruppe nicht Einzelpersonen sind, sondern eher große Organisationen wie Schulen oder Hochschulen oder auch Firmen. Also für eine Einzelperson ist es wahrscheinlich zu teuer oder man muss sich irgendwie ein Konto teilen, das geht nämlich auch. Also man kann da, ich glaube, 5 Personen ist so das Minimum, wo es sich lohnt, irgendwie sowas in der Größenordnung. Genau, die genauen Preise kenne ich nicht. Ich bin ja kein Handelsvertreter von Jubel, weiß ich nicht. Es gibt noch so ein Bündel von Fragen, ist teilweise auch nochmal dazugekommen. Ich glaube, zur Logik, wo liegt das oder wie komme ich da ran? Also es war noch die Frage, wo finde ich schon erstellte freie Inhalte, wie lade ich die runter zum Remixen? Ja. Die Frage, wie man das mit Videos von YouTube macht, ob man es YouTube hab ich da nutzen kann. Und dann hatte Marc noch eine Frage ergänzt, die muss ich mal vorlesen, damit ich sie auch verstehe. Wenn wir H5P bei uns, in Klammern Moodle, einbinden, dann kann ich es als Lehrer darüber erstellen und einen Link für meinen Kurs, mein Material erstellen. Oder müssen die Schüler dann auch über Moodle auf das Material zugreifen? Moodle ist ein Spezialfall. Moodle ist halt ein Lernmanagementsystem und Moodle ist, es ist halt erstmal so gedacht, dass es geschlossene Kurse sind. Und in der Regel ist es dann so, dass nur die Leute aus diesem Kurs Zugriff haben auf die Inhalte. Kann man bei Moodle natürlich umgehen, indem man so einen öffentlichen Kurs macht, aber das will man meistens nicht. Also Moodle hat leider keine Möglichkeit zu sagen, hier ist nur ein H5P-Inhalt oder noch nicht, vielleicht kommt das. Also wenn Inhalte sind bei Moodle immer, egal was das ist, sind immer in den Kursen und nur Leute mit Zugriff auf diesen Kurs haben Zugriff auf die Inhalte. Das ist losgelöst von H5P, da kann H5P überhaupt nichts dafür. Wenn man diesen Kurs halt öffentlich macht oder den Zugang gibt, dann kann ja jeder drauf zugreifen. Das heißt, wenn ihr einen Moodle habt, gehe ich ja davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler sowieso irgendwie in einem Kurs arbeiten, dann sollte das kein Problem sein. Oder ich verstehe es nicht richtig. Ja, also nein, ich glaube, du hast die Frage schon richtig beantwortet. Vermute, dahinter steckt einfach, dass man sozusagen auch losgelöst von Moodle-Kursen vielleicht einzelne Übungen oder sowas nutzen will. So. Ja, das ist dann. Jemand anders hat jetzt nochmal die Preisliste in den Chat kopiert. Das kann man bei Bedarf ja nochmal nachlesen, aber da wir uns dann nicht als Vertreter verstehen, lesen wir es nicht vor. Ja, na gut, da sage ich noch dazu, das ist eben, also die Software ist halt komplett kostenlos und die finanzieren sich über das, was sie damit einnehmen, also die Entwicklung, ne, dass das frei sein kann. Muss man halt nur wissen, das ist eben nicht, dass die dann goldene Handtuchhalter haben oder sowas. Ja. Okay. Ja, wie kommt man da dran? Also ich habe ja gerade schon diese h5p.org-Seite gezeigt. Ich mach das, wir sehen das gleich komplett. Auf die Frage nach dem Runterladen. Das ist einfacher, wenn man das über den Editor macht. Also das zeige ich. Ich zeige jetzt einfach mal, wie man so einen Inhalt erstellt. Und dafür gehe ich auf eine Seite von Nele. Die ist nämlich sehr schön. Da muss man nämlich kein extra Konto irgendwie sich anlegen oder so. Man kann das direkt gleich ausprobieren. Diese Seite heißt einstieg-h5p.de. Da ist sie auch schon. Einstieg-h5p.de. Einfach in eins durch. Und was ihr da schon seht, man kann sich, also auf Anfrage kann man
bei Nele da auch ein Konto bekommen, aber sie ist jetzt nicht dafür, das ist jetzt nicht dafür da, dass ihr da hinrennen sollt, kann man machen. Man braucht sich aber hier gar nicht einloggen, man kann einfach auf Testinhalt erstellen klicken und dann klicke ich da drauf. Und jetzt fange ich erstmal an. Also hier hat man im Moment die Möglichkeit, einen neuen Inhalt zu erstellen, ne? Und man kann ihn auch wenn man welche schon hat, klickt man auf Hochladen. Offensichtlich kann man die auch irgendwie runterladen, zeige ich auch gleich nochmal. So, jetzt kommt Punkt 1, wo findet man Inhalte? Demnächst, also ne, erstellen oder hochladen. Demnächst wird das Ding hier erweitert. Das wird eben der H5P Content Hub. Und dann wird es hier, ich weiß nicht genau, wie es aussieht, aber wahrscheinlich einen Punkt geben, da heißt Stöbern oder so. Und dann bekommt man Zugriff auf alle Inhalte, die Leute geteilt haben. Das heißt, man kann dann nach Kategorien suchen, nach Filtern suchen, Fächern filtern oder nach der Lizenz. Also man hat verschiedene Filtermöglichkeiten, sucht sich dann Inhalte, sagt einfach übernehmen und dann hat man die schon und kann die weiter bearbeiten. Das ist dann wirklich der einfachste Weg, irgendwas zu finden. Geht aber im Moment noch nicht. Das heißt, wir müssten jetzt irgendwas haben, was wir hochladen können, haben wir auch noch nicht. Also erstellen wir einfach mal einen und wir nehmen einfach mal den alten Bekannten, den wir schon gesehen haben, auch weil der schnell zu zeigen ist. Das wäre das Multiple Choice Quiz. Das heißt, hier würde ich jetzt mal eingeben, was ich suche. In dem Fall gebe ich den Titel ein, aber ich könnte jetzt hier auch Video eingeben und dann würde er mir alle Inhaltstypen ausspucken, die irgendwie was mit Video zu tun haben. Aber Multi reicht halt schon, um so ein Multiple Choice Quiz zu haben. So, und dann geht das auf. Das sieht so aus. Also das ist der Editor. Der ist bei den meisten wirklich nur so eine Tabelle, wo man nach und nach alles einträgt, was man dann so braucht. Also wir geben dem Ding einen Titel und ich glaube, das ist jetzt... Kannst du ein bisschen größer zoomen? Ja, na klar. So, 150. Sieht so aus. Also ich glaube, ich lege jetzt den 3-millionsten Inhalt an bei Nele, der irgendwie Test heißt. Und ihr habt ja das Bild gesehen, was da drüber war, von diesen Blaubeeren. Das könnte man hier noch dazu packen, wenn man das möchte. Aber wir tun mal so, wir brauchen jetzt wirklich nur eine Frage. Und zwar nehmen wir mal die Frage, kann man Videos von YouTube einbinden? Oder bei H5P einbinden? So, das ist unsere Frage. Und so die typischen Antwortmöglichkeiten wären dann ja und nein. Und wir fügen noch eine dritte, also falls ein bisschen schnell vielleicht, ne? Also den Text, den man eingeben muss. Ich könnte jetzt sagen, ist das richtig oder falsch? Die sparen wir uns erstmal, das sind dann Details, da kann man dann je nachdem, was geantwortet wurde, eine Rückmeldung geben. Und ich habe jetzt ja eingetragen, nein eingetragen und habe dazu noch eine dritte Option hinzugefügt, die nenne ich vielleicht. Jetzt muss man natürlich wissen, was richtig ist. Das noch wäre ja gar nichts richtig. Und die richtige Antwort ist ja. Also man kann YouTube-Videos bei H5P einbinden. Und jetzt könnte man hier noch ganz viel Schnickschnack einstellen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, was soll denn passieren, wenn die Antwort gewählt wurde? Soll ich dann eine bestimmte Nachricht bekommen? Oder vielleicht auch, wenn ich sie nicht gewählt habe? Ich kann auch so kleine Tipps geben. Die kann man dann optional noch mit einblenden lassen, damit es vielleicht für Grundschülerinnen und Schüler nicht so schwierig ist. Man kann ja sowas, je nachdem, welche Punktzahl nachher erreicht wird, hier gibt es natürlich nur einen Punkt bei einer richtigen Antwort, aber wenn das mehrere wären, könnte man individuell sagen, welche Rückmeldungen man noch bekommen soll. Man kann hier noch so ein paar Details einstellen. Sparen wir uns aber alles mal. Das heißt, wir speichern. So, da ist noch der Hinweis von Nele, habe ich noch nicht gesagt. Nele ist halt nicht da, also diese Seite ist wirklich nur zum Testen da und hier ist das schlauer gelöst als auf h5p.org. Hier werden Inhalte einfach nach 6 Stunden gelöscht. Das heißt, man kann hier rumspielen, wie man möchte, aber Nele braucht halt nicht 3 Fantastilliarden Gigabyte irgendwie Festplattenplatz, um Sachen zu speichern. So, und jetzt haben wir unsere Quizfrage, da ist sie. Und jetzt können wir genau das Gleiche machen, was ich vorhin gemacht habe. Ich sage mal, erst eine falsche Antwort, nein, überprüfen, so, und ja, genau das Gleiche. Vorhin habe ich mir die Lösung nicht angeguckt, ich kann mir jetzt auch die Lösung anzeigen lassen. Dann ist das ja richtig. Ob dieser Knopf sichtbar ist, ist das, was ich Schnickschnack bezeichnet habe. Also ob man sich Lösungen angucken kann, das kann man natürlich rausklären, wenn das nicht möglich sein soll. Genau wie den hier wiederholen. Manchmal soll man ja Sachen nur einmal machen können und dann nie wieder. In dem Fall ist das erlaubt. So, und so funktioniert halt. Das ist eine Multiple-Choice-Frage. Und das ist so erstellt man H5P-Inhalt. Und dann war die Frage, so wie kommt man da dran? Wie lädt man die runter? Das macht man tatsächlich einfach über diesen Knopf hier unten, der heißt Reuse. Und da gehe ich drauf und dann kann ich mir einfach die ganze Datei runterladen und dann bekomme ich eine H5P-Datei.
falls Techniker dabei sind, ist letztlich nur ein ZIP-File und da ist alles drin, was man braucht. Da sind die Medien drin, die ihr eingebunden habt, Bilder, da sind die wichtigen Bibliotheken drin, also JavaScript, damit das laufen kann und noch beschrieben, wie das zusammensortiert werden muss. Das ist also ein offener Standard, das ist auch sehr schön, da kann man sehr gut mit rumspielen. So, und diese Datei könnte ich jetzt nehmen, die könnt ihr auf einem anderen H5P-System dann einfach wieder hochladen und weiterverwenden. So, also wie ich habe ja vorhin gesagt, es ist egal, was es ist, das hier wäre ein Drupal tatsächlich und ich könnte jetzt das runterladen und zu einem WordPress-System geben und das da hochladen und es würde genauso weiterlaufen. Das ist ganz schön. Hier ist noch ein anderer Knopf, den zeige ich aber sowieso gleich noch. Da steht Embed drauf und hier sitzt einer nicht drin. Da gehe ich vielleicht doch mal auf die Seite von h5p.org. Ich gehe nochmal zurück zu dem Video. Da seht ihr die Knöpfe auch. Da ist noch einer in der Mitte, der heißt Rights of Use. Der ist für den OER-Fall. Naja, grundsätzlich ist der ganz gut, aber für den OER-Fall ganz speziell. Denn alle Medien, die man da eingebunden hat, also hier sind das ja Bilder, Texte hätten drin sein können oder hätte auch Audiodateien drin sein können, die kann man mit Metadaten anreichern, nämlich in dem Fall die Urheberrechtsdaten. Und was H5P dann mit diesem Knopf hier macht, alles, was da, oh, da ist nicht so viel drin, alles, was da drin benutzt wurde, in dem Fall das Bild von dieser Erdbeere und irgendwie verfügbar ist, also das Video ist offensichtlich hier, steht unter, das Video selber steht unter einer CC BY 4.0 Lizenz, das ist hier. Und hier drunter sieht man, hier ist das Multiple Choice Quiz, das ist die Erdbeere aus diesem Quiz. Und CC BY SA sieht man schon, da darf man eigentlich gar nicht kombinieren. Da kann ich nichts zu sagen. Also davon zumindest dann nicht unter einer, muss man vielleicht nochmal drauf gucken. Aber also man bekommt halt tatsächlich eine komplette Übersicht der Inhalte, die da drin sind mit all diesen Informationen. Sieht noch nicht sehr schön aus, das wird irgendwann überarbeitet. Aber das ist sehr praktisch, denn wenn es Inhalte weitergibt und ich möchte die vielleicht remixen, dann möchte ich ja wissen, wo kommt es denn her und was kann ich damit machen. Und das sieht man da tatsächlich dann schon. So, das war die Frage. YouTube, genau, die habe ich jetzt nur halb beantwortet. Also, was man machen kann, natürlich auch, ich habe ja schon gezeigt, es gibt sowas wie interaktive Videos, auch die kann man hier natürlich erstellen. Dann geht man einfach auf einstieg-h5p.de und ich erstelle nochmal einen Testinhalt. Und, ups, nicht Test, wir wollen ein interaktives Video erstellen. Das ist nämlich das, wo Leute immer irgendwie denken, das ist bestimmt ganz kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Also genau das Gleiche, ich habe diesen Editor, ich klicke auf interaktives Video und jetzt geht es auf. Und hier ist es, weil der Editor ein bisschen anders aussieht, das ist ja nicht nur so eine Tabelle, gibt es sogar so eine kleine Tour, also wenn man die aufmacht, da bekommt Olli, man magst du noch zweimal auf Vergrößern drücken? Oh ja. So. Sehr hilfreich für Menschen wie mich. Ja. Richtig. Also was man hier sieht, ist so ein kleiner Wizard, der ein bisschen durchführt. Das heißt, man bekommt auch so ein bisschen erklärt, so was, wofür sind denn die Knöpfe da? Aber das hake ich jetzt mal ab, das erzähle ich euch. Wenn wir ein YouTube-Video einbinden wollen, dann brauchen wir natürlich irgendwie ein YouTube-Video. Dann müssten wir einfach mal auf YouTube gehen. Das mache ich mal. Ist das .de? Komm, weiß ich gar nicht. So, wir gucken mal, was gerade der neueste heiße Scheiß ist hier irgendwie auf YouTube. Da ich eingeloggt bin, seht ihr so ungefähr, was mich interessiert. Ne? Offensichtlich irgendwie was mit Kochen, Norwegisch, bisschen Star Trek. Wir nehmen vielleicht mal die Tagesschau. Also wir sagen mal, wir möchten was zur Tagesschau machen. Und alles, was wir brauchen, ist die Linkadresse. Die können wir uns hier rauskopieren. Zack, das ist einfach die YouTube-Adresse. Dann nehmen wir die mit. Und dann fügen wir die als Videodatei dazu. Das heißt, ich klicke hier auf dieses Dateien zufügen, Bildchen. Und ihr seht ja auch schon, was man da machen. Man könnte jetzt Videos hochladen. Das ist für die Leute, die Datenschutzbedenken haben, dann immer wichtig. Also die können auch auf den eigenen Servern gelagert werden. Viele wollen das aber nicht, weil das ja, also es ist so ein Zwiespalt. Das kostet ja irgendwie doch ein bisschen Geld, wenn man Videos hostet und streamt und YouTube macht das halt für einen. Jetzt kann man sich überlegen, was besser ist. Also wir könnten Videos hochladen oder wir können hier einfach einen Link auf eine Videodatei einfügen oder eben im Spezialfall, ja, das ist jetzt natürlich, weil es so groß ist, sieht man es nicht so ganz, aber ihr seht, das ist einfach so ein ganz normaler YouTube-Link hier. Und dann sagt man einfügen und dann seht ihr schon, aha, hat er offensichtlich erkannt. Und ihr seht ja schon, hier verbergen sich eben die Metadaten, die man noch eintragen kann. Da kann ich jetzt den Verfasser eintragen und den Link zum Video nochmal und die Lizenz und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir schon ein Video. Jetzt gucken wir uns das vielleicht schon mal groß an. Schritt 2 wäre nämlich jetzt irgendwas zu tun und man bekommt hier auch wieder so einen kleinen Editor. Sieht hier ein bisschen gequetscht aus, weil ich es jetzt so groß gezoomt habe. Bekommt hier eben auch nochmal, wenn man jetzt durchklickt, gesagt,
Also was kann man denn hier machen? Welcher Knopf bewirkt denn was? Aber so zeige ich euch auch grob. So, durch den Zoom ist das jetzt alles ein bisschen gedrängt, aber es ist im Prinzip nicht so schlimm. Das Erste, was wir machen müssten, wir müssen uns entscheiden, wo soll denn etwas passieren? Und wir können hier einfach mal ganz wild irgendwo hinspringen. So. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Irgendwas aus einer französischen Zeitung. Und wir sagen einfach mal, da wollen wir jetzt ein Multiple-Choice-Quiz zum Beispiel auch anlegen. Das verbirgt sich hinter diesem kleinen Symbol hier. So, und das zieht man dann rüber oder klickt einmal drauf. Und jetzt hat man wieder genau das Gleiche, was man vorher gesehen hat oder fast das Gleiche. Jetzt muss man erst noch sagen, was denn passieren soll oder wann es passieren soll. Hier ist halt die Zeit, wo es losgeht. Wir sagen einfach mal, das Video soll an dieser Stelle anhalten bei 3 Minuten 27. So. Und wie soll es denn angezeigt werden? So als Knopf zum Draufklicken oder vielleicht so als Pop-up, damit es komplett aufgeht. Und dann machen wir das und dann sieht man schon, dann verschwinden so ein paar Optionen, weil man die einfach gar nicht braucht. Auch hier könnten wir jetzt für dieses Multiple-Choice-Quiz nochmal wieder Metadaten hinterlegen, also für das Quiz selber. Und das kann man jetzt halt für alle Medien und so weiter durchspielen. Man hat dann diese Riesenliste. Also da gibt er uns schon einen Titel, den lassen wir jetzt erstmal so. Und wir können jetzt auch hier wieder eine Frage stellen, was passiert denn hier? So, und damit wir es zügig wegbekommen, mache ich mal ein A. Sagen wir mal, A wäre richtig. Wir fügen noch eine Option B rein. Wir können auch sagen, B wäre vielleicht richtig. Und wir nehmen vielleicht noch eine Option C. So, und wir können jetzt wieder ganz viele Sachen einstellen, aber wir sagen einfach mal, wir sind hier fertig. Dann macht man das zu, dann zieht man das noch so ein bisschen zurecht, damit es so halbwegs schick aussieht. Oder vielleicht möchte man ja auch in dem Video ein paar Sachen nicht verdecken, damit die sichtbar sind. Und dann steht auch schon, das ist hier durchgemischt. Und jetzt ist unser interaktives Video schon fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber wenn ich jetzt auf Speichern klicke, ups, Titel vergessen, ist noch nicht fertig. Testvideo. Wenn ich jetzt auf Speichern klicke, dann sehen wir hier unser interaktives Video und ihr seht dieser kleine Kreis, der ist eben, um anzuzeigen, dass da diese Interaktion ist. Und ich springe mal ein bisschen davor. Ein bisschen näher dran können wir gehen, bei 3,27 war es ja. So. Und lass ich es mal laufen und bei 3,27 soll das Video ja jetzt hoffentlich anhaltend unser Quiz zeigen. Hat funktioniert, aber es ist, also das liegt daran, weil es nicht gezoomt ist. Habe ich noch nicht erwähnt. Also A5P ist responsive, das heißt, es versucht herauszubekommen, wie groß ist denn jetzt das, was ich sehen kann. Und wenn das Ganze zu klein wird, also das ist jetzt hier für euch natürlich groß, aber für das System ist das klein, dann zeigt es diesen Button erstmal. Da muss ich doch auf den Button 3 erstmal draufklicken, obwohl ich gesagt habe, es soll direkt aufpoppen. Das ist also kein Fehler von A5P, das ist bewusst so. Sonst hat man auf kleinen Geräten Schwierigkeiten nachher. So, also was passiert denn hier? A, B oder C? Und wir sagen einfach mal A und B, weil wir das wissen. Und passt. So, interaktive Videos. So legt man die an. Ich habe jetzt, glaube ich, alles grob Wichtige erstmal gezeigt, um H5P ausprobieren zu können. Aber vielleicht gibt es ja jetzt noch ein paar Fragen, Jura. Oh ja. Oh ja. Also, ich habe zwei Fragen nochmal speziell zu YouTube. Dann gleich nochmal zwei zum Hosting. Und ich habe mir selbst aufgeschrieben, dass ich für alle, die die Aufzeichnung später nur sehen, also nicht den Chat sehen, nochmal sage, wie diese großartige Seite heißt, auf der man was ausprobieren kann, was nach 6 Stunden wieder gelöscht ist. Das ist Einstieg H5P, ein Wort, einstieghfp.de. Dazu dann, sagen, einfach weil es dazu gehört, von Nele Hirsch. Wir haben, ich fange jetzt mal von hinten an, das waren die YouTube-Fragen. Christine frug, als du das YouTube-Video auswähltest, muss ich außer dem Link da noch irgendwas angeben über den Urheber des Videos? Und sie fragt auch noch, kann ich nur einen Ausschnitt eines Videos verwenden? Mhm. Achso, die gibt es mir nicht im Blog. Okay. Musst du das angeben? Das ist ja das ist jetzt eine Urheberrechtsfrage, das ist gar keine H5P-Frage. Du musst es natürlich angeben, wenn du es irgendwo veröffentlichst. Du musst ja deine Quellen kenntlich machen. Also dann musst du die Inhalte, die Metadaten, die Urheberrechtsinformationen natürlich mit reinpacken. Wenn du das irgendwie in der Schule machst und nur da benutzt und dass sonst keiner dran geht, ist das dieser Graubereich, sieht kein anderer, dann kannst du es vielleicht sparen, weil es Mühe und Arbeit macht. Aber urheberrechtlich gehört das dann ja dazu. Also zumindest, wenn es dann veröffentlicht wird.
Was war die zweite Frage? Kann ich nur einen Ausschnitt verwenden? So, nun Ausschnitt, nee, das geht tatsächlich nicht. Also das ist ja kein komplettes Videoschnittsystem, was da irgendwie eingebaut ist. Man kann zwar einen Startzeitpunkt angeben, das heißt, das Video geht da los, aber man könnte auch trotzdem wieder davor springen. Also ist jetzt. Ich habe immer noch die Frage von Katrin Bietka und Susanne, keine Angst, da habe ich noch. Tom hat sich aber nochmal vorgedrängelt, weil er auch noch was zum Einbetten fragt, nämlich bitte noch Info zum Einbetten per iFrame. Danke, gerne auch zeigen. Ja, mache ich sowieso, kommt im nächsten Blog. Dann sparen wir uns das dann auf, dann nehme ich noch die zwei Fragen von vorhin. Katrin Bietka schrieb, habe ich es richtig verstanden, dass ich eigentlich nicht auf der H5P-Webseite das Format erstelle, sondern im durch das Plugin unterstützte Host Model WordPress TUM? Fragezeichen. Gibt es ein Plugin für Office 365? Fragezeichen. Nehmen wir das. Zwei Fragen. Also ich habe genickt bei, wo wird das angelegt? Ja, die Inhalte liegen auf dem System, wo das Plugin läuft. Das heißt, es ist nicht, dass das irgendwo in der Cloud entsteht, sondern wenn du auf deinem WordPress das Plugin installiert hast, liegen die Inhalte auch da und die bleiben auch da. Wenn du nicht willst, dass sie weggehen. Ne, was ich sagte, wenn man das nachher teilen möchte, setzt man einfach einen Haken, dann teilt man das mit diesem Content-Hub, den ich schon angedeutet habe. Und nein, für Office gibt es kein Plugin. Oberfläche von der Mediathek Schleswig-Holsteins ist vielleicht speziell als Frage, aber heißt das, dass dort erstellte Inhalte datenschutzmäßig sicher gespeichert sind? Wenn Schleswig-Holstein ist. Wenn es dann eine H5P-Instanz gibt, die da läuft und das da gehostet wird, dann gehe ich davon aus, dass das okay ist. Also es ist so ein Irrglaube, dass nur weil es irgendwie im Ausland liegt oder nicht in Deutschland, dass das nicht datenschutzkonform wäre. Das ist so ein sehr spezielles DSGVO-Thema. Es gibt so einen Datenverarbeitungsvertrag und wenn er da ist, dann ist das alles gut, auch wenn das in Frankreich, keine Ahnung, sonst wo liegt und nicht in Deutschland oder auf einem fremden Server. Jetzt hat Anja Lorenz, ich glaube, dich korrigiert, aber sie hat es vor zwei Minuten geschrieben. Ich weiß nicht, was du da gerade gesagt hast. Ich vermute, es geht um das Einbetten, weil den Videoausschnitt, Entschuldigung. Sie schreibt nämlich zeitlich ja und jetzt schreibt sie noch, also es gibt ein Parameter Startvideo-Add. Für das Ende kann man einen Stopp einbauen. Genau, das hatte ich ja gesagt, dass man das Video woanders anfangen lassen kann, aber trotzdem kann man, ist das kein Schnitt, kein wirklich. Der fängt dann nur das Video da an, trotzdem kann man davor springen, wenn man den Scrollbalken verschiebt. Darf ich dich fragen, ob du das nochmal in deinem Coaching-Raum nachlieferst mit genauerem Beispiel? Ja. Das ist ja sicher was man besser nachlesen kann, weil man sehen kann, so sieht das hier aus. Ja. Gut, dann noch eine Frage von h.lemmer. Kann man fertige Produkte auf apps.zum.de editieren? Ja, wenn du die selber erstellt hast, dann sowieso. Und sonst kannst du dir die sitzen. Kann ich auch noch zeigen. Also es gibt, du kannst dich runterladen, fremde Inhalte und wieder hochladen. Wenn du direkt im System bist, angemeldet bist, kannst du aber auch, kann ich das jetzt hier, gut, ja, ich kann es sogar bei Nele zeigen, das ist einfach, weil es ja ganz egal ist. Also, wenn ich hier den Inhalt bearbeite, das ist ja jetzt der, den ich gerade erstellt habe, seht ihr hier oben auch einen Kopieren-Knopf. Ne, den seht ihr auch bei Untereinheiten, also bei der Multiple-Choice-Frage selber seht ihr den und jetzt für das ganze Video, dann klicke ich auf Kopieren und das könntest du dann ein bisschen anders machen, wenn du da eingeloggt bist. Ah, ich habe es scheiße erklärt. Ich fange nochmal von vorne an. Wir gehen einfach auf Apps. So, wir gucken uns jetzt einfach mal diesen Inhalt an. Ich weiß nicht, was das ist. Wachstumskurven. Einmal Zoom bitte. Einmal Zoom, ja, danke. Zoom in Zoom. Zoom in Zoom. So, und ich bin jetzt hier nicht angemeldet. Aber wenn du hier angemeldet bist und da drauf klickst, siehst, ich bin nicht angemeldet. Dann siehst du Download. Wenn du auch angemeldet bist, siehst du darunter auch Copy, also kopiere diesen Inhalt und dann ist der im Browser Zwischenspeicher. Und dann würdest du in den Editor von der Seite gehen, es geht nicht seitübergreifend, aber wenn du jetzt angemeldet wärst, gehst du in den Editor. Ja, der ist dann der hier und dann könntest du hier auf Einsetzen, Einfügen und Ersetzen klicken und dann kopierst du das dann direkt rein. Das ist ja eigentlich der Moment, der schnellste Weg. Schneller geht es dann mit diesem Content Hub, aber so kriegst du dann auch Inhalte von anderen und kannst sie remixen. Und hier schließt sich der Kreis. Du hast vorhin kurz gesagt, der Deal bei apps.zum.de ist, dass sozusagen man das kostenlos nutzen kann, wenn man es da frei lizenziert zur Verfügung stellt. Genau. Das ist quasi die Grundlage dafür, dass jetzt andere kommen und das nachnutzen können. Ja. Tolle Welt von OER. Wir haben keine aktuellen Fragen mehr auf dem Zettel. Gut. Dann zeige ich jetzt das mit dem Embedding oder grundsätzlich. Also
jetzt haben wir schon lange gebraucht. Jetzt für die Leute, wir machen irgendwie eine Kapitelmarke später. Könnt das Video mit Huff & Fury mixen, da könnt ihr nämlich auch Kapitelmarken setzen. Jetzt für die Leute, die Inhalte erstellen wollen und die vielleicht in ihren Beitrag einbetten wollen, für die Nauten, oder die es vielleicht grundsätzlich irgendwo anders einbetten wollen, für die zeige ich das jetzt auch. Ganz grundsätzlich, ist nämlich nicht so kompliziert. Sieht ein bisschen technisch aus, aber eigentlich ist das einfach. Also, das hier kann ich zumachen. Das brauchen wir nicht. YouTube brauchen wir auch nicht mehr. Wir können mal den hier vielleicht, den können wir auch nicht nehmen. Jetzt der Hinweis, wenn ihr Sachen woanders einbetten wollt, das geht auch nicht auf dieser Seite, hier apps.zum.de. Versucht es nicht. Die machen das, die wollen halt nicht Hoster für die ganze Welt sein, ne, dass Leute ihre Inhalte hier erstellen und dann bei sich zu Hause in irgendeinem anderen System einbinden. Von daher einbetten funktioniert ja nicht, können wir das also auch zumachen. Will er nicht? Will er nicht zumachen. Lassen wir es offen. Wir brauchen einen Inhalt. Das ist der hier. Sagen wir einfach mal, wir möchten dieses Beispielvideo irgendwo anders einbetten, weil wir es so schön finden. So, dann gehen wir hier unten auf diesen Embed-Knopf. Klicken wir drauf. Jetzt kriegt man hier auch nochmal so einen Hinweis. Hallo, das ist nicht dafür gedacht, ne, dass ihr hier eure Inhalte hostet und dann damit eure LMS irgendwie betreibt. Wird irgendwann dann, wenn es zu viel machen, deaktiviert. Das Wichtige ist einfach, hier drin hat man so ein bisschen Codeschnipsel. Ihr seht, da steht iFrame irgendwas. Nein. Kann man raus- also nein, oh. Wir sehen es nicht. Ach, seht ihr nicht? Ah, das ist wieder zu klein, ja. So, guckt mal. So ist das. Ah, ich könnte natürlich auch, ich hätte eher dran hinken können. Wenn ich hier drücke, habe ich auch eine Lupe. Guckt mal, da müsst ihr das sehen können. Nein. Ah, nee, die funktioniert nicht über Zoom natürlich. Gut, dann müssen wir das so machen. Also, das ist ein bisschen HTML-Code. Den kann man rauskopieren. Aber es ist genau das Gleiche, was ihr vielleicht von YouTube auch kennt. Also, auch da gibt es so Embed-Schnipsel, die man rauskopieren kann. Und das funktioniert hier ganz genauso. Den kopiert man raus. Und jetzt müsste man sich eine andere Seite dazu suchen und ich mache einfach mal etwas, um das zu zeigen. Ich gehe nämlich auf die Seite der Edunauten, edunauten.de und ich logge mich, nee, ich mache es noch besser. Geht nicht. Ich muss mich hier einloggen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen verplant, ich bin halt Softwareentwickler. Also, hier muss ich mich anmelden, das ist mein Nutzername, mein Passwort seht ihr nicht. Du bist nicht verplant, du bist agil. Ach, so nennt man das. So, das ist die Seite der Edunauten. Da ist im Hintergrund ein WordPress, von daher sieht es ein bisschen nicht aus wie so ein normales WordPress, aber es ist eigentlich ein WordPress dahinter. Und was es hier gibt, das sind ja ganz viele Fragen und Gruppen. Und ich gehe einfach mal hier in die Fragen. Und ihr seht, da bin ich ganz oben, weil ich vorhin schon was ausprobiert habe. So. Und das scroll ich einfach mal runter. Und ihr seht, da drunter habe ich schon, seht ihr gleich, einen Inhalt mit Test. Den habe ich vorhin angelegt. Und was ich jetzt mache, ich lege jetzt hier einfach mal, nur um zu zeigen, dass man es woanders einbetten kann und wie das funktioniert, einfach, ich antworte mir jetzt selber. Ich klicke hier auf Reply. Und dann sieht das hier so aus. Also angenommen, ihr seid jetzt irgendwie, das kann jetzt, je nachdem, wo ihr seid, in Google, schieß mich tot oder was gibt es denn noch? Es gibt Wikis, wo auch immer ihr seid, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, aber im Prinzip habt ihr hier so ein Texteingabefeld und wenn das ein WordPress ist oder was anderes, man muss mal gucken, dass man HTML-Code einfügen darf. Das heißt, wenn ihr das nur so macht, dann wird gar nichts passieren. Also das wäre jetzt die offene Ansicht, dann habt ihr nachher auch genau diesen Text dann bei euch stehen. Bei WordPress ist das so, das nehme ich mal weg. Bei WordPress ist das speziell so ein Textmodus. Da geht man drauf. Das jetzt bearbeitet man im Prinzip nur den Quelltext der Seite, dieses HTML. Und da kopiere ich das jetzt rein. Und dann gehe ich schon auf das Visuell und werdet ihr sehen, ha, dann passiert was. Passt jetzt hier nicht ganz rein, weil er jetzt noch nicht weiß, wie breit das Fenster wirklich ist. Aber ihr seht schon, da ist das Video drin. Und dann ist das eingebettet. Und wenn ich das jetzt absende und mich, das mache ich mal aus, sonst kriege ich benachrichtige mich nicht auch noch selber. Dann hat man einen Beitrag erstellt und da wird dann halt, hier runter scrollen. So, zack, da unten ist jetzt das Video drin. Das liegt eben nicht auf edunauten.de, sondern das liegt auf der Seite von h5p.org, aber der holt sich das einfach und Jöran hat das mal sehr schön erklärt mit so einem Fensterbriefumschlag. Also wenn ihr das so macht,
Also der Briefumschlag ist quasi jetzt edonauten.de und ihr schiebt da in das Fenster das Video von h5p.org rein. Das ist dann, was du nicht als Fenster zu sehen ist. Aber so funktioniert Einbetten. Ihr braucht halt wirklich nur, ich gehe nochmal zurück. Das ist jetzt ganz groß. Ihr geht hier unten auf diesen Embed-Knopf. Dann habt ihr diesen Textschnipsel und den könnt ihr rauskopieren und den kopiert ihr als wichtiges HTML. Das kann ich jetzt leider nicht überall erklären, wie das geht. Wichtig ist, dass ihr eben HTML-Quelltext einfügen könnt und dann habt ihr das irgendwo eingebettet. Also zum Beispiel überall, wo ihr YouTube-Videos einbetten könnt, wenn ihr das schon mal gemacht habt, das funktioniert dann ganz genauso. So bettet man das ein. So, für die Leute, die das jetzt für die Egonauten-Seite tun möchten, es gibt die Seite, oh, jetzt habe ich sie nicht. Jöran, weißt du jetzt für die faqantworten.de? Ja, wie wann? FAQ-Online-Lernen.de. Online-Lernen.de, oh, wie kommen wir an? Online-Lernen mit Bindestrichen? Ich glaube, wir haben beide, aber der Default ist, glaube ich, mit Bindestrichen in FAQ-. Gucken mal. Genau. So, da seht ihr das. Und es ist im Hintergrund auch ein WordPress, allerdings ist hier noch kein H5P drauf. Das muss noch geschehen, wenn ihr jetzt an euren installiert werden. Wenn ihr jetzt an eurem Beitrag arbeitet, kann ich einfach mal machen. Ich lege einfach mal einen neuen Beitrag an. Dann sieht das so aus. Und ihr seht zum Beispiel auch, also hier könnt ihr Text eintragen, aber da ist noch nichts irgendwie mit H5P-Inhalten einfügen dazu. Ich sehe auch schon, Nela hat schon im Prinzip eine kurze Anleitung drüber geschrieben, was ihr machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel auf die Seite Zoom. So, so sieht das aus. So, also ihr könntet jetzt eure Antwort hier eintragen auf irgendeine Frage, die ihr beantwortet habt. So. Und ihr könnt hier leider, ihr könntet H5P-Inhalte einbetten. Das könnt ihr tun, wenn ihr irgendwo schon H5P laufen habt, ne, auf euren eigenen Server oder falls ihr vielleicht, falls ihr doch h5p.org benutzt, dann könntet ihr das hier einbetten. Schöner auf einem eigenen Server. Da wäre nur meine Bitte so aus Gründen der Nachhaltigkeit. H5P.org deaktiviert das ja irgendwann, von daher. Macht das da vielleicht nicht, sonst funktioniert dann irgendwann die Antwort nicht mehr. Vielleicht habt ihr auch nur so einen kleinen Server und vielleicht macht ihr den irgendwann auch, schaltet ihr den irgendwann ab oder deinstalliert den H5P und dann wären Inhalte nicht mehr verfügbar. Von daher könntet ihr das hier einbetten. Macht das vielleicht nicht, sondern macht was anderes. Entweder ihr habt H5P-Inhalte irgendwo erstellt und habt ihr auch immer einen Link, also eine URL. Also ich gehe nochmal auf die Seite von der ZUM. Die könntet ihr zum Beispiel benutzen, um H5P-Inhalte zu erstellen. Und ihr seht, jeder Inhalt, also der ist sogar sehr schön, jeder Inhalt hat dann eine URL. Und wenn ihr, angenommen, ihr möchtet jetzt eine Antwort erstellen und dieser Inhalt soll dann da rein, dann kopiert ihr einfach in euren Antwortbeitrag diesen Link und schreibt noch sowas wie H5P dahinter. Ups, nicht H%P, H5P. Und dann weiß jemand nachher, dass da dieser H5P-Inhalt rein soll, der holt sich den dann und packt den dann drauf, fügt das ein. Was ihr auch machen könnt, die andere Variante, wenn ihr sagt, nee, ich will mir aber eigentlich gar kein Konto anlegen dafür, dann könnt ihr auch die Seite von Nele nehmen, dieses Einstieg h5p.de. Da gehe ich nochmal drauf. So, und die Testinhalte kann man sich ja noch angucken. Ich nehme mal mein eigenes Testvideo. Sagen wir mal, das sollte da rein. Jetzt habe ich gesagt, wir könnten hier diesen Embed-Knopf nehmen, aber hier oben drüber steht ja auch, nach 6 Stunden wird das wieder gelöscht. Von daher wäre das natürlich, bringt überhaupt nichts. Aber was ihr auch machen könntet, wenn ihr sagt, ihr wollt euch nirgendwo einloggen, ihr wollt euch nirgendwo ein Konto anlegen, dann klickt ihr einfach hier auf Reuse und ladet euch diese Datei runter. Und diese Datei könnt ihr dann irgendwo in der Dropbox packen oder auf Google Drive packen. Und dann bekommt ihr von da einen Link und diesen Link packt ihr dann einfach noch in eure Antwort rein, falls ihr eure Antwort mit H5P-Inhalten ausschmücken wollt. So, das ist im Moment unsere Lösung, wie ihr auch, wenn ihr hier die Antworten erstellt, die mit H5P-Inhalten umreichern könnt, wenn ihr das möchtet. Also die Variante einbetten, aber vielleicht eher nicht. Oder einfach entweder einen Link, wo sich das jemand runterladen kann, oder ihr ladet selber runter und teilt den Link auf die Datei. Das ist die andere Möglichkeit. Also passt noch die Frage von Katrin Bietker, die geschrieben hatte, welchen Host empfiehlst du, wenn man gar keinen hat? Wenn man gar keinen, das kommt darauf an, was man damit machen möchte. Wenn es dir reicht, dass du, ich gehe nochmal auf die Seite von
von der ZUM, apps.zum.de, wenn es dir reicht, dass du nur diesen Link teilen kannst und das nicht irgendwo anders einbetten kannst. Und wenn du damit einverstanden bist, dass die Inhalte frei verfügbar sind, dann ist das die Seite von zum.de. Dann kommt es vielleicht darauf an, in welchem Bundesland du bist. Also in Bayern gibt es zum Beispiel MEBIS, das ist eine Plattform, die läuft auf Moodle-Basis, da kann man H5P-Inhalte erstellen. Über das IQNH in Schleswig-Holstein gibt es meines Wissens eine Instanz, die darf man als Lehrerinnen und Lehrer mit benutzen. Also da hat jedes Bundesland diverse Möglichkeiten. Das ist die andere Möglichkeit, dann kann man das da machen. Da darf man wahrscheinlich alles, was man mit H5P machen kann. Das ist dann wahrscheinlich das Zweitbeste. Und das Drittbeste, wenn es gar nicht anders geht, dann musst du halt Geld in die Hand nehmen, dann ist das h5p.com. Andererseits, so ein WordPress sich aufzusetzen, da helfen auch immer ganz viele Leute aus der Community, das weiß ich, das ist nicht so schwierig. Man geht dann nur einmal zu so einem Provider, sagt, hier hast du 5 € im Monat und dann hat man da sein eigenes WordPress drauflaufen und kann da auch h5p installieren und Leute helfen einem auch dabei, ich unter anderem auch, wenn man das will. Gibt es noch mehr Fragen, Jörn? Ich sortiere gerade mal so ein bisschen, auch im Anbetracht der Zeit, würde ich tatsächlich sagen, 2 Sachen, die du noch versprochen hast, ob wir die Leute da vielleicht in deinen Coaching-Raum bei den Inhouten locken, nämlich tatsächlich nochmal ganz konkret, muss ich da was mit WordPress machen? Ja. Und du hast geteasert, den H5P-Content-Hub. Musst du mal einschätzen, wie weit du das jetzt noch hier unterbringen willst? Ansonsten bitte alle, die ich übersehen habe im Chat, bitte mich jetzt nochmal daran erinnern. Ich habe jetzt noch die Frage von Olaf gesehen, ansonsten habe ich nichts mehr auf meinem Zettel. Was ich sonst anbieten kann, ist, dass ich das hier einmal zeige. Das muss ja nicht in der Aufnahme sein, aber wer das sehen möchte, wie man das auf WordPress installiert, dann zeige ich das hier halt. Die bleiben da einfach im Raum, kann ich hier ganz ins Ende machen. Was war das andere? Der Teaser auf den H5P-Content-Hub. Ja, den habe ich ja schon gebracht. Okay. Ich kann es noch mal zeigen. Also, die Seite, da wollte ich hin. Also, was möglich sein wird, wahrscheinlich, ich schätze so in ungefähr 2 Monaten, weil es ja zur Konferenz fertig sein sollte. So der kleine Spoiler. Also, wir gehen noch mal auf die Startseite. Angenommen, egal, ob ihr das auf WordPress macht, auf eurem eigenen oder sonst wo, wird das Ding hier erweitert. Und wenn ihr hier nehmen wir einfach Drag the Voice, ist auch ganz egal. Wenn ihr jetzt einen Inhalt erstellt habt, wird es hier irgendwo einen kleinen Haken geben. Also das Ding hat keinen Haken, es wird so eine Schaltfläche geben, wo man ein Häkchen setzen kann. Und da wird sowas dranstehen wie mit der Inhalt mit der Welt teilen. Und wenn man diesen Haken setzt, dann wird der Inhalt, den man erstellt hat und dann gespeichert hat, der wird dann auf einen zentralen Server gelagert. Irgendwo in Norwegen. Das weiß ich. Ja, vielleicht ist es doch nicht Norwegen. Weiß ich nicht genau. Kann auch über diese AWS-Cloud laufen. Aber das ist für euch auch noch nicht relevant, weil eure Sachen dann klingen, die ihr braucht. Also das liegt dann bei euch lokal und zusätzlich liegt dann eine Kopie noch auf irgendeinem anderen Server. Na, wenn ihr müsst nichts mehr tun, außer hier einen schönen Inhalt erstellen und sagen, den möchte ich mit der Welt teilen. Ne? Idealerweise habt ihr schon Metadaten, also die Urheberrechtsinformationen und Schlagworte und so weiter, alles mit eingefügt. Und wenn ihr dann oder jemand anderes diesen Editor aufmacht, dann wird es irgendwo hier die Möglichkeit geben, also wahrscheinlich Inhalt erstellen, Inhalt hochladen, wahrscheinlich gibt es noch einen dritten Punkt, der heißt dann Inhalte finden. Und wenn man dann da drauf klickt, sowas in der Art, dann wird sowas aufgehen wie so ein App Store letztlich. Das heißt, man hat da Möglichkeiten, statt jetzt hier nach Inhaltstypen zu suchen, nach Inhalten zu suchen. Das heißt, man kann da direkt mit lineare Algebra suche ich jetzt oder ich filtere das nach Mathematik und weiß ich nicht, was ist das, Sekundarstufe 2, irgendwie sowas. Und dann finde ich darüber Inhalte, dann sage ich nur, dann stehen hier keine Inhaltstypen zum Anklicken, sondern dann ziehe ich vielleicht eine Vorschau von dem Inhaltstyp und der hat dann auch einen Titel und dann sage ich, den will ich haben und dann steht da nicht Details, sondern Inhalt übernehmen und dann geht das genauso auf, als ob ich da einen hochgeladen hätte. Das ist dann der H5P Content Hub. Ist die Frage, ob du noch WordPress zeigen willst? Ja, ich zeige das gerne. Da würde ich sagen, es muss nicht in die Aufnahme. Ich habe sonst noch ein paar Beispiele, die ich zeigen könnte, aber es ist ja wirklich schon eine ganze, sehr lange. Ja, und ich möchte auch noch ein bisschen nach dem Ende Werbung machen, dass die Leute ja auch noch bei den In-N-Outen nicht weiter fragen können. Ja, genau.
Und damit ich nicht vergesse, es gibt noch die Frage, ob man das auch im, von wem war das, von Olaf, oder? Ja, von Olaf, ob man das auch in Glitch einbinden könne. Man kann es einbetten auf jeden Fall, das geht. Also es gibt keinen, der Editor ist nicht drin, aber wenn man Inhalte irgendwo anders erstellt hat, dann kann man die in Glitch auf jeden Fall einbetten, das habe ich schon gesehen. Mhm. Okay. Gut. Eine Stunde ist um. Ich würde jetzt tatsächlich ein bisschen sortieren, weil Beispiele zeigen kannst du wahrscheinlich auch noch stundenlang. Ja, aber dafür gibt es ja auch die eigentlich die Seite marvinfee.org mit diesen Examples und Downloads. Ja. Da kann man sich die auch noch selber angucken. Und wenn du die nächsten Wochen ein bisschen Zeit hast, wir können ja auch eine OER-Camp-Spezialreihe machen. Wir machen jede Woche einen Web-Talk und jede Woche stellst du einen Content-Typ vor. Ganz ausführlich mit 1000 Rückfragen zu diesem Content-Typ. Können wir auch machen. Wir gehen mal zu Blanche und fragen, was das Budget dafür hergibt. Ich nehme an, dass die Teilnehmer interessiert werden. Heute war ja der Zuspruch groß. Gerade war noch eine Frage aus dem Chat aus Neugier. Wie viele Teilnehmerinnen waren wir denn heute? 34 gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, ob wir auch sehen können, wie viel es über die Zeit waren, aber das, was angezeigt wurde, wie viele Leute gleichzeitig haben, waren 34, jetzt noch 28. Also insofern könnten wir sagen, irgendwie ja, wir können heute mal ein bisschen Beispiele zeigen, aber erschöpfen wahrscheinlich nicht, aber vielleicht nehmen wir uns mal vor, das bei anderer Gelegenheit erschöpfen zu machen. Ja, dann mache ich nur den anderen Teaser, wer hafenfee.com mal sehen möchte, also weil ja die Frage kam, was ist denn, wenn ich gar nichts habe? Ich mache jetzt, bin kein Handelsvertreter, aber das sieht so aus und da seht ihr jetzt die Inhalte, die ich noch erstellt habe, um euch noch ein paar Sachen zu zeigen, die wahrscheinlich für die Edonauten ganz cool sind. Sieht hier so aus, hat hier halt seine Verwaltungsmöglichkeiten und ja, ich weiß nicht, wo soll ich draufklicken? Mehr Zeit für Google-Perlen. Zoom mal. Das sieht man jetzt gut. Genau. Also man kann da noch ganz viele andere Sachen mitmachen, außer nur so Quizaufgaben oder Videos. Na, aber so sieht das aus. Aber die Beispiele, ja, dann zeigen wir die gerne irgendwie zum anderen Termin. Oder noch ein paar andere. Und was schätzt du, wie lange bräuchtest du, wenn du jetzt noch WordPress zeigen willst? 10 Minuten. Also wir können es auch gerne mit Aufnahme machen, nur ich müsste jetzt wahrscheinlich schnell, ich habe jetzt keinen, nur das auf meinem lokalen Rechner ein leeres WordPress, das ich schnell erzeugen könnte. Da wahrscheinlich brauche ich 5 Minuten Rüstzeit. Dann versuchen wir es mal. Pass auf, du machst 5 Minuten Rüstzeit, ich mache die Abmoderation für die Aufzeichnung. Okay. Und dann lassen wir es doch heimlich drin. Also alle, die schon gehen sollen, natürlich irgendwie kann man, weil jetzt viele auch schreiben, irgendwie ich nur an uns. Du rüstest dich. Ich genau. Mache in der Zeit kurz den Werbeblock für alle, die gar nicht die Edonauten kennen oder wissen, was da im nächsten Tag passiert oder vielleicht auch noch die OER-Camps nicht mal kennen. Bei den Edonauten arbeiten wir jetzt noch für alle, die live dabei sind, bis Mitte dieser Woche, mal sehen, Mittwoch, Donnerstag, an unser FAQ online lernen und dabei erstellen wir ganz viele offene Materialien, nämlich Antworten auf Fragen in diesem Bereich, wie eigentlich zeitgemäßes Online-Lernen aussieht. Dafür sind jetzt für den Endspurt 5 Coaches vom OER-Camp dazugekommen. Das ist zum Beispiel Olli und alle anderen, die letzten Tage und die nächsten Abende auch noch diese Webinare mit uns machen und die nicht nur jetzt hier sind für eine Stunde beziehungsweise Olli auch für 1,5 Stunden, sondern auch auf der Plattform edonauten.de, genauer gesagt edonauten.de/OER-Camps. Da findet man die Coaches und ihre Spezialgebiete und jeder Coach hat sozusagen einen kleinen digitalen Raum und da kann man 24 Stunden am Tag Fragen stellen. Und in der Regel bekommt man dann irgendwann, je nachdem welche Uhrzeit man fragt und welcher Coach es ist, in den Stunden oder halben Tagen danach Antworten. Und ihr habt vorhin schon kurz bei Olli auf dem Bildschirm gesehen, dass das in seinem Raum schon ganz viel passiert ist. Insofern könnt ihr auch alle individuellen Fragen da gerne nochmal loswerden oder Sachen, die jetzt zu schnell waren, nachfragen oder. Olli ist noch bis einschließlich Mittwoch da und kann ja diese Fragen klären. Auch hinterher. Außerdem noch der Werbeblock für die OER-Camps. Die gibt es auch schon eine Weile, seit 2012. Und die OER-Camps sind normalerweise Veranstaltungen, wo sich Leute treffen, so in real life. Und gegenseitig miteinander, voneinander lernen, wie das mit den Open Educational Resources funktioniert. Und da diese Veranstaltungen im Moment mit sich treffen in Real Life nicht stattfinden können, gucken wir, was können wir online machen.
Und solche Ideen wie, wir machen jetzt jede Woche ein Webinar und Olli sagt jeweils zu einem Content-Type von H5P alles, bis alle Fragen geklärt sind, ist beispielsweise eine Idee, die wir dann jetzt auf unseren großen Ideenzettel schreiben. Wenn ihr auch noch welche habt und sagt irgendwie hier, wir machen auch was und brauchen auch Unterstützung, wir bräuchten Input da und dazu etc., schreibt einfach eine E-Mail an kontakt@oercamp.de und dann sammeln wir erstmal und sortieren, was sich da machen lässt. Ganz viele Leute haben ganz viele nette Sachen an dich in den Chat geschrieben. Lies mal vor. Muss mal zurückscrollen, wo es so anfängt. Das sind alles sehr wertschätzende Sachen. Als du vorhin gefragt hast, nachher mal zeigen, gab es viel. Prima, ja bitte, wäre super, fände ich auch spannend. Vielen Dank für die Session. Ich bin sehr inspiriert und werde mir H5P auf jeden Fall in den nächsten Tagen intensiv anschauen und auch weiter erzählen. Schönen Abend noch. Ja, Beispiele würden mich sehr interessieren. Gute Idee, gute Idee. Gern. Okay. Vielen Dank, super Input. 15 Minuten, top, die habe ich noch. Ich danke euch, muss Schluss machen. Ich warte gern, 1.11. Zur Frage Glitch-Einbettung. Hier ein Beispielprojekt dazu, hat Nele geschrieben. glitch.com/tildeh5p-remix. Also nochmal glitch.com/tildeh5p-remix. So. Danke von mir auch, super spannend. Und es läuft schneller durch mit den Dank- und Lobsagen an dich, als ich lesen kann. Kurz off topic, gibt es schon was zu GeoGebra? Das wird ganz speziell. Das ist eine Frage an dich, oder? Also GeoGebra ist ein sehr schönes eigenes System, aber da braucht man kein H5P für und kann man auch anderswo einbetten. Und so, ich habe ein leeres WordPress. Zeige es uns. Moment. Gerne mit 200%. So. Also, was ihr seht, ist jetzt auf meinem lokalen Rechner, deshalb ist die Adresse hier ein bisschen komisch. Könnt ihr mal bei euch eintippen, wird aber nicht funktionieren. Also es ist jetzt ein leeres WordPress und wenn man das hat, muss ich vielleicht dazu sagen, weil das manchmal so Verwirrung ist. Einige Leute gehen auf wordpress.com und kaufen sich da so ein WordPress, weil sie selber keinen Server haben und wundern sich dann, dass sie für H5P nochmal extra zahlen müssen. Das liegt daran, dass es eben WordPress die Software kostenlos ist, genauso wie H5P die Software kostenlos ist. Es gleichzeitig aber noch Plattformen gibt, wo dann Leute mit Geld verdienen. Das ist eben wordpress.com. Das heißt, die stellen einem so eine besondere Umgebung zur Verfügung und da muss man für H5P zahlen. Wenn man sich sein WordPress selber irgendwo installiert, muss man das nicht. Nur weil das manchmal zu Verwirrung führt. Also wenn man ein WordPress hat, dann sieht das letztlich im sogenannten Backend sieht das irgendwie so aus. Das muss jetzt gar nicht interessieren, hier, was da so drauf ist. Aber WordPress ist ja sehr schön, weil es sehr viele Plugins gibt, das heißt so Erweiterungen, mit denen man die Funktionalität von WordPress verbessern kann. Und das sieht hier so aus. Also wenn man da ein Plugin installieren möchte, geht man links in das Menü und geht auf Installieren. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man kann jetzt hier Sachen hochladen oder man kann einfach hier rechts, ich kreise da mal, kann man jetzt Suchbegriffe eingeben und wenn man da H5P eingibt und dann mal sucht, dann sollte wahrscheinlich der erste Treffer auch ganz links, da ist er schon, dann steht hier auch Interactive Content H5P. So, dann klickt man auf Installieren. Dann passiert nichts anderes, als dass WordPress sich jetzt die Daten von dem WordPress-Server holt und das Plugin installiert. Jetzt ist das da. Jetzt klicke ich auf Aktivieren, damit das Plugin eingeschaltet wird. Und jetzt rechnet der Rechner ein bisschen. Jetzt werden so ein paar Datenbanktabellen angelegt und ein paar Dateien. Und jetzt kriegt man hinten, hey, hier ist Hinweis. Das ist übrigens auch noch gleich nochmal der Link auf diese Beispielseite, wo man direkt drauf gehen kann. Ist hier noch auf Englisch. Bin ich mir nicht ganz sicher, woran das ist. Ich steige noch nicht ganz durch dieses WordPress-Übersetzungssystem durch. Das kann man irgendwie auf der Website machen. Von daher ist manchmal, ist das irgendwie gemischt, obwohl eigentlich alles auf Deutsch ist in WordPress, wenn man das will. Oder in H5P, wenn man das will. So, aber im Prinzip muss man jetzt nicht mehr so viel tun. Man kann, wenn man will, noch in die Einstellungen. Vielleicht guckt man da gleich später nochmal drauf. Wir wollen ja erstmal Inhalt erstellen.
Und was man jetzt hier machen muss, H5P-Inhalt, links deiner Spalte und erstellen oder Inhalt haben wir noch nicht. Wir gehen einfach mal auf Erstellen. Und was man jetzt machen muss, das ist halt wichtig, ne, die sind halt datenschutzmäßig schon ganz sauber. Es gibt jetzt den Content-Hub. Das heißt, das ist das, wo man jetzt, also wenn man sich jetzt nochmal Sachen von H5P runterladen müsste, die sind halt nicht automatisch da drin, weil das sonst ein Riesenpaket wäre. Die sagen, ja, ich bestätige auch, dass es okay ist, dass ich mir jetzt Daten von dem Server in Norwegen runterlade. Mehr ist das nicht. Kann man auch, muss man nicht zustimmen, da muss man sich aber alle Inhaltstypen per Hand installieren und das lasse ich jetzt mal weg. Das können die Admins machen, die wirklich Panik haben. Okay, also gut, dann gebe ich da meine Zustimmung. Und jetzt sieht das schon fast so aus, wie wir das schon kennen. Hier ist dieses große Ding und wir haben ja noch nicht keinen Inhaltstypen installiert. Und jetzt kann ich mir erstmal aussuchen, was will ich denn haben. Also ihr seht das hier, sieht ein interaktives Video und hier steht noch nicht Details, wie das vorhin immer war, sondern übernehmen. Und ja, fangen wir einfach mit dem Multiple-Choice-Quiz an. Sagen wir, wir wollen ein Multiple-Choice-Quiz machen. Dann klicke ich hier einmal auf Übernehmen. Zeigt also, das wäre jetzt auch die Detailseite. Zeigt mir nochmal an, was das ist. Hier könnte ich nochmal Screenshots sehen. Hier könnte ich auch nochmal zu einem Beispiel Inhalt springen. Das ist genau der auf der h5p.org-Seite. Und naja, wenn ich jetzt hier auf Installieren klicke, dann holt er sich jetzt vom Server in Norwegen die Dateien für dieses Multiple-Choice-Quiz und installiert die. Und sobald das da ist es schon. Zack, dann klicke ich auf Benutzen und ja, dann habe ich hier meine H5P-Inhalte, damit wir den auch gleich haben. Dann zeige ich euch noch ein bisschen mehr. Machen wir hier auch einen Test und naja, eine Frage und irgendwie A und einmal B. Dann haben wir hier einen Inhalt. Und ach so, ich bin auch manchmal verwirrt, weil ich so viele Systeme nutze. Jetzt ist der Knopf zum Speichern nicht hier unten, sondern in WordPress ist der hier rechts oben. Da ist der Erstellen-Knopf. Dann seht ihr noch ein paar Sachen, viele Details, die ich vorhin weggelassen habe, vielleicht kommen die jetzt hinterher. Also man kann diese Symbolleiste da unten, da kann man auch sagen, soll die überhaupt sichtbar sein? Und man kann auch sagen, möchte man das Einbetten erlauben, möchte man das Runterladen erlauben, soll dieser Oberrechtsknopf sichtbar sein? Und ich lasse immer alles an. So, also einmal erstellen. Da ist unser Inhalt. Sieht genauso aus wie auf den anderen Systemen auch. Und ich kann den jetzt halt hier von WordPress nehmen und gehe zu einem Moodle und lade das da hoch und es läuft. So, und ja, was muss man noch wissen? Also wie findet man die nachher wieder? Oder wie bindet man oder nutzt man jetzt in WordPress? Man hat jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Der beste oder der gängigste ist einfach, dass man sich... Entschuldigung, ich bin raus. Nochmal zurück zum Inhalt. Also hier ist der Inhalt. Ihr seht hier rechts so einen kleinen Shortcode. Ja, den kann man sich merken, den könnte man sich rauskopieren. Den braucht man. Oder man geht einfach auf irgendeine Seite von WordPress oder so einen Beitrag, den man erstellt. Beitrag wäre ein Blogbeitrag. Aber das ist, ob das eine Seite ist oder ein Beitrag, ist egal. Legen wir einfach mal eine Seite an hier. Und die nennen wir H5P-Test. Heute habe ich es mit der Shift-Taste. H5P-Test. Und ihr seht, der ist so ein Knopf, da heißt es auch H5P hinzufügen. Und da klicke ich drauf. Und jetzt kann ich mir meine Choice-Frage auswählen. Macht aber nichts anderes als diesen Shortcode, den ich mir hätte merken können, da jetzt rein zu kopieren und sage veröffentlichen und dann ist der halt auf der Seite auch drauf. Und so sieht dann die Seite aus dazugehörig. Also mehr ist das nicht. Das ist wirklich easy peasy. Wer noch ein bisschen mehr Funktionen, ich könnte jetzt, wie viel Zeit habe ich hier? Wie lange machen wir das Video? Das Internet ist noch nicht voll. Ja, dann mache ich noch zweierlei. Erstens die Wortmittel, denn es gibt hier noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Also hier sind Einstellungen und da gibt es jetzt auch einen neuen Punkt, der heißt H5P. Zoom. Und ich zoome. So. Und man sieht jetzt hier ganz viele Möglichkeiten noch zum Einstellen. Das ist zum Beispiel das, was ihr rechts gesehen habt, neben dem Inhalt, ne, diese Sachen für Symbolleisten, die kann man hier auch einmal global setzen, wenn man zum Beispiel sagt, diese Symbolleiste soll bitte nie eingestellt sein, dann nehme ich die einfach raus, dann muss ich das nicht jedes Mal neu einstellen. Das ist die Frage, sollen denn die Ergebnisse für angemeldete Benutzer, bei WordPress ist das halt so, speichert nur Sachen, wenn die Personen angemeldet sind auf dem System, sonst kann man sie ja auch nicht identifizieren, das heißt, wenn ihr es mit Schülerinnen und Schülern macht und ihr wissen wollt, wer jetzt wo, wie viele Punkte erreicht hat oder welche Antwort gegeben hat oder eingetippt hat, dann
müssen die ja eingeloggt sein, sonst könnte man es nicht zuordnen. Und da muss man aber auch nochmal einen Haken setzen, weil das dann halt in die Datenbank speichert, damit die nicht vollläuft oder muss man halt extra sagen. Dann der Punkt ist recht schön, kann ich auch noch ein bisschen mehr gleich zu sagen. Wenn man da drauf klickt und den Haken setzt, dann speichert H5P auch immer zwischendurch. Also hier in dem Fall in alle 30 Sekunden oder wenn man auf Überprüfen klickt. Und das ist einfach dafür da, wenn man jetzt Aufgaben hat, vielleicht wenn man Texte schreibt und die natürlich später auch weiter bearbeitet werden können sollen oder wenn man ein sehr langes Video hat und man vielleicht eine Pause machen möchte, dann speichert H5P den aktuellen Stand, wo die Person gerade ist. Und wenn sie später wiederkommt und sich wieder einloggt, dann findet sie die alten Inhalte auch wieder vor. Das ist dafür da, wird tatsächlich demnächst hoffentlich erweitert. Der Code ist da, dass man sich nicht mehr einloggen muss dafür, sondern dann werden die Sachen halt nicht auf dem Server gespeichert, sondern lokal im Browser. Und auch dann kann man eben, wenn man später wiederkommt, Sachen fortführen, ohne dass man eingeloggt sein muss. So, ja, das ist jetzt kommt hier so für die Leute, die viele Inhalte erstellen, wird es ein bisschen interessant. Hier kann man noch einstellen, wer denn meine Inhalte sehen darf. Also darf ich Inhalte von anderen Personen sehen oder nicht? Und kriege ich dafür den Knopf angezeigt? Wenn man nur seinen Blog für sich allein hat, ist das egal. Aber es gibt so ein paar Instanzen, die sind halt mehrere Autorinnen und Autoren drauf. Und dann kann man in dem Rechtesystem von WordPress kann man einmal einstellen, wer denn was sehen darf von den anderen. Und das ist noch so mal so ein Knopf, um schnell umschalten zu können. Das ist jetzt sehr technisch hier, das lasse ich weg. Zu den Rollen gab es tatsächlich auch gerade Fragen im Chat. Ja. Nämlich, du hast das jetzt als Admin angelegt. Kann man das für Kolleginnen und Kollegen zugänglich machen, die nichts Technisches verstehen, aber vielleicht damit Material erstellen wollen? Vielleicht als Redakteur? Genau, die müssen ja von dem, was ich jetzt gemacht habe, gar nichts wissen. Also man kann hier eine andere Rolle einlegen und dann sagt, so Design braucht er nicht, Kommentare braucht er nicht den Punkt, sondern er braucht nur den Punkt H5P-Inhalt. Das kann man über das Rollensystem von WordPress halt festlegen und dann sehen die Personen eben den H5P-Inhalt-Knopf. Ja, vielleicht noch Beiträge und Seiten, sonst können sie ja nichts irgendwo einfügen. So, und dann klicken sie da drauf und dann können sie nur Inhalte erstellen und anlegen und irgendwo in einen Blogpost reinschieben und nichts anderes. Das heißt, die müssen den ganzen anderen Kram gar nicht sehen. Die werden nicht erschlagen von diesem großen Menü-Link, sondern die sehen dann nur H5P-Inhalt und gehen dann hier drauf und können vielleicht auch gar nicht diesen Ergebnisse-Knopf sehen. Den kann man auch noch ausblenden. Ergebnisse wären jetzt das, was ich da erreicht habe, kann man noch tot konfigurieren. Aber kann man tatsächlich machen, genau. Die sehen dann im Prinzip nur H5P-Inhalt erstellen und das in den Beitrag einfügen oder sowas. Oder vielleicht nicht mal einen Beitrag, vielleicht sind sie auch nur Produzenten und jemand anderes fügt ihn ein. Dann sehen die nur einen Menüpunkt. Das kann man alles machen. Dann gab es noch eine Frage zur Installation. Spricht etwas dagegen? Hat es irgendwelche Nachteile, alle auswählen zu drücken? Alle auswählen? Wo waren Bei der das? Installation des Plugins, wenn ich es richtig verstehe, dann war die Frage danach, konntest du auswählen, welche Content-Typen, ich weiß nicht, ob du auswählen kannst, ob du installierst oder ob du sie nachher ausgewählt hast? Ah, wahrscheinlich das hier. Ja. Ist eine Funktion, die ich mir auch manchmal wünsche. Es gibt sie leider nicht, macht man aber zum Glück ja nur einmal. Es gibt so einen kleinen Trick, weil es ja Inhaltstypen gibt, die andere Inhaltstypen wieder brauchen. Sowas wie die Kurspräsentation. Ich zeige das auch direkt mal. Also ein guter Trick ist, wenn man mehrere Sachen haben will, mit der Kurspräsentation anzufangen. Course Presentation. So. Da klicke ich jetzt auf Übernehmen und installiere die. Und die hat halt die Möglichkeit, Multiple Choice Quizzes einzubinden und so Drag-and-Drop-Aufgaben und interaktive Videos und noch ganz viele andere Sachen. Und was H5P jetzt macht, damit das funktioniert, muss er natürlich jetzt alle Inhaltstypen runterladen, die dazugehören. Und das macht er jetzt auch. Deshalb dauert es jetzt auch einen Moment länger. Aber so hat man dann die wichtigsten, großen, die meisten, die man braucht, irgendwie schon abgefrühstückt. Es gibt leider keinen Alle-Installieren-Knopf. Aber jetzt wieder das Schöne, H5P ist ja Open-Source-Software. Das heißt, wenn ihr irgendwie in der Schule seid oder an der Uni und da entwickelt vielleicht jemand, dann dürfen die Personen sich auch daran beteiligen. Die können sich den Quelltext nehmen und können ihn verändern und anpassen und vielleicht nur für euch, wenn ihr so einen Knopf haben wollt, dann ist ja letztlich sowas nur wie so ein Knopf und eine Schleife, die durchläuft. Also gehen wir alle Inhaltstypen durch und installieren die. So, jetzt ist er durch. Jetzt seht ihr auch schon, hat 75 Bibliotheken dazugefügt. Da ist neben nicht nur eine Kurspräsentation gewesen. So, und wenn die Person diesen Knopf hinzugefügt haben sollte,
dann darfst du den Quelltext natürlich auch mit der Welt teilen und die kann sagen, hey, liebes H5B-Kernteam in Norwegen, wollt ihr das nicht in den offiziellen Quelltexten aufnehmen? Und die sind da sehr offen für Änderungen, wenn die eben Sinn ergeben. Und ich glaube, so ein Knopf ergibt Sinn. Das heißt, wenn ihr sowas macht, dann landet das auch im offiziellen Quelltext. So, und ich gehe jetzt nochmal zurück und das nehme ich jetzt auch mal weg. Und ihr werdet jetzt sehen, da sind jetzt, wenn ich jetzt hier durchscrolle, noch nicht alle installiert. Ein Akkordeon nicht, weil das in der Kurspräsentation nicht drin ist. Aber Dialog Cards, Drag and Drop, Drag the Words, Fill in the Blanks, die sind jetzt auch schon installiert, ohne dass man die einzeln installieren musste. Ist leider noch ein bisschen ärgerlich. Nachfrage von Lempel Krempel war, verlangsamen zu viele denn nicht die WordPress-Seite? Nee, die werden ja nicht alle geladen, wenn du WordPress aufmachst, sondern die werden nur dann geladen, wenn du auch diesen H5P-Inhaltstyp aufrufst. Das heißt, wenn jemand auf dem Frontend ist und das anzeigt, dann werden die geladen. Mhm. Das Schöne ist aber, ist jetzt so ein bisschen Admin-Geschnack, aber letztlich ist das nur ein so ein Rutsch. Das heißt, wichtig ist gar nicht so viel Rechenleistung oder so oder ja, die Festplatte darf schon schnell sein. Aber es ist jetzt nicht Rechenleistung viel, die der Server brauchen muss, weil das alles einmal ausgeliefert wird an den Client, also an den Browser und dann läuft alles da drin. Und das heißt, eigentlich braucht man nur gute Bandbreite und dann ist das in Ordnung. Das macht die Seite jetzt nicht unbedingt langsamer. Ich zeige uns noch was, wenn es keine Fragen gibt. Die Leute schreiben so viel wie Danke und Tschüss und großartig und Hurra und wie das geil, heißt, tschüss. Zack. Das heißt, ich habe zu lange geredet. zack, direkt umgesetzt, Dankeschön, etc. Es sind immer noch Leute da, falls sich das ermutigt. Okay, ja, wenn ihr noch was zu WordPress sehen wollt, ich gehe nochmal auf diese Plugin-Seite und nochmal auf Installieren. Achso, was ich nicht gezeigt habe, ich gehe noch einmal zurück. Was ich hier gemacht habe, ich habe hier diesen Classic Editor installiert. Aus zwei Gründen. Eigentlich mag ich ihn nur lieber als diesen Gutenberg Editor. Wahrscheinlich, weil ich über 35 bin und zu alt bin. Wenn man den nicht installiert, hat man so ein super schickes neues System und da gibt es noch keinen Knopf H5P Interaktion einfügen bei diesen Beiträgen. Da muss man immer diesen Shortcode mit reinkopieren. Das muss man nur wissen. Sonst kommt man da nicht weiter. Das weiß ich jetzt. So, aber installieren. Das Schöne ist, wenn man H5P eingibt in die Suchmaske, dann findet man noch ein paar andere Plugins, die man vielleicht gebrauchen kann. Das hier ist von mir, das ist aber schon sehr speziell, das lasse ich mal weg. Es gibt für WordPress auch Lernmanagementsysteme, WP-LMS. Man kann auch WordPress sogar ein Lernmanagementsystem machen mit Kursen und ganz viel Schnickschnack. Noch ein paar kleine. Gut, das habe ich auch geschrieben. H5P Sharing, das installiere ich nochmal mit dazu. Dann zeige ich euch, was das macht. Das macht nämlich das Leben für Lehrerinnen und Lehrer an einigen Stellen ein bisschen einfacher. So, das habe ich installiert. Ich aktiviere das. Übrigens von Octofox. Octofox ist ein Kollektiv, das viele schöne Sachen macht im Bereich der Bildung. Könnt ihr auch mal angucken. So, es ist aktiviert. Und wenn ich jetzt auf meine H5P-Inhalte gehe, so, da ist ja schon mein Multiple Choice Quiz, das ich erstellt habe. Und wenn ich mir das nochmal angucke, dann sehe ich jetzt nicht nur das Quiz selber, sondern darunter noch ein paar neue Felder. Nämlich hier nochmal einmal so einen Direktlink, den kann ich rauskopieren. So, ich mache den einfach mal in einem Fenster auf. Manchmal will man ja gar nicht die H5P-Inhalte noch auf eine Seite kopieren oder in so einen Beitrag reinkopieren. Vielleicht, weil das auch, also in dem Blog taucht das ja dann irgendwo auf, was vielleicht gar nicht auftauchen soll. Ist ein bisschen schwierig. Das, was ich mit diesem Direktlink machen kann, ist wirklich nur auf diesen Inhalt zu verlinken. Das heißt, ich sehe nur den, der ist jetzt natürlich ein bisschen groß, weil die ganze Breite immer genutzt wird automatisch. Aber wenn ich nichts drumherum haben will, sondern meinen Schülerinnen und Schülern nur diesen Link schicken will, dann nehme ich den raus und dann funktioniert das auch. Das kann man damit machen. Und weil das ja manchmal ein bisschen mühselig ist oder weil man es vielleicht auch im Klassenraum zeigt, das heißt, man hat seinen WordPress da offen, wo H5P drauf liegt, und die Leute in der Klasse sollen dann jetzt aber draufgehen und diesen Link abtippen oder jetzt irgendwie per Messenger verschicken oder so, ist ja ein bisschen schwierig. Dann gibt es diesen QR-Code, den kann man sich auch noch ein bisschen größer machen, wenn er denn jetzt noch auf den Bildschirm passt. Jetzt ist er ein Tick zu groß. Aber der QR-Code führt dann auch eben genau zu diesem Link und man kann den einfacher teilen. Den könnt ihr euch natürlich jetzt auch runterladen, diesen QR-Code und irgendwo auf ein Arbeitsblatt kopieren, ne? Dann können die Schülerinnen und Schüler vielleicht, haben ihr Arbeitsblatt und die statischen Sachen, die funktionieren dann ja wunderbar. Und dann würde ich zu Tutorial gehen, kann man super Arbeitsblätter damit gestalten und wenn ihr dann da noch diesen QR-Code drauf habt, dann könnt ihr da nochmal auf spezielle H5P-Interaktionen verweisen, die eben auf dem Blatt Papier nicht zu machen sind, wie ein interaktives Video, das wird da schwierig. Ne? Sowas kann man damit machen
Und darunter auch nochmal diesen Code-Schnipsel, wenn man den halt, ne, um Sachen irgendwo einzubetten, damit man nicht erst den Inhalt aufmachen muss, auf den Knopf drücken muss, daraus kopieren muss. Hier hat man es gleich, da klickt man einfach hier rechts auf Kopieren und jetzt hat man den in der Zwischenablage. Das ist also noch ein ganz, ganz nettes Plugin, um das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Haben wir noch Leute, die dabei sind, Johann? Wir haben noch Leute und es gibt noch mehr sehr freundliche Sachen. Ich habe schon mir gerade aufgeschrieben, wir können mal nachher den Chat vielleicht anonymisiert verwenden als Werbemittel für die nächste Veranstaltung. So Rezensionen quasi. Susanne, wir wissen, was die Hausaufgaben sind. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, weil Steffi auch gerade zurechtgeschrieben hat, ich bin etwas erschlagen von den Möglichkeiten, überfordert mich etwas, aber ich nehme mir mal Zeit, mich daran zu testen. Ja, das Video ist ja wahrscheinlich morgen auch spätestens da. Kann man nachgucken und remixen gerne. Hast du noch was, wo du sagen würdest, das sollte jetzt noch hier mit live rein? Ansonsten sagen wir nochmal, wo man dich in den nächsten Tagen findet. Einfach, Edun, also ich habe keine großen Abschlussworte. Geht mal auf, wenn ihr mich finden wollt, einfach auf edonauten.de/Oliver. Das ist speziell für die Edonauten, aber da findet ihr auch Links, wie ihr meine Kontaktdaten kommt und wenn ihr mich so noch irgendwas fragen wollt, das ist da alles drauf. Also edonauten.de/Oliver. Mehr habe ich nicht zu sagen, Jochen. Du hast auch wirklich viel gesagt. Ich könnte auch noch weiter erzählen, aber das ist irgendwann. Die Teilnehmer zeigen jetzt ein bisschen runter. Und ich glaube, gerade zu den Sachen ist es auch tatsächlich hilfreich, wenn jetzt Leute tatsächlich dann nochmal auf edonauten.de/Oliver kommen, damit du die nächsten zwei Tage noch zu tun hast. Und wir können ja auch ein paar Webinare mehr machen. Wir haben uns schon als Ideenzettel aufgeschrieben, habe ich vorhin aufgeschrieben, die Frage zu GeoGebra, die hatte ich nämlich falsch verstanden. Das war eine Anregung, ob die OER-Camps das nicht mal präsentieren könnten. Es waren jetzt noch so ein paar WordPress-Grundlagenfragen mit WordPress.org und WordPress.com und so weiter. Das ist, glaube ich, dann nochmal ein eigenständiges Webinar, aber das kann man ja machen. So ein Wo kriege ich mein WordPress her? Webinar quasi. Und die ganzen Sachen nochmal im Detail angucken, kriegen wir bestimmt auch hin. Ich weiß, das ist jetzt erschlagend, aber am Ende, ihr müsst ja nicht an den Quelltext dran, da wird es dann ein bisschen komplizierter, aber also meine Erfahrung ist einfach, ja, man kann bei H5P ganz viel machen, aber man kann das auch nach und nach lernen. Und ich habe auch schon Workshops gemacht, wo ich dann immer rumgegangen bin und Leuten gefragt habe, braucht ihr jetzt Hilfe, weil die selber ausprobiert haben. Und die meinten, nö, geh weg, es geht alles, wir brauchen dich nicht. Also probiert es einfach mal aus, es ist am Ende nicht so kompliziert. Klar gibt es nachher irgendwie Fragen, aber wenn ihr dann noch welche habt, dann meldet euch einfach nochmal bei mir. Dann mache ich jetzt eine Abschluss- und Danke-Runde. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Olli, für den ausführlichen und höchst kompetenten Input. Vielen Dank an die in der Spitze 34, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt waren, Teilnehmer, die dabei waren und extrem viel auf Fragen gestellt haben, was ja total hilfreich ist, damit wir genau das erzählen können oder Olli genau das erzählen kann, was ihr braucht. Vielen Dank an die Menschen, die es im Hintergrund gemacht haben, die man jetzt nicht sehen konnte, aber die dafür gesorgt haben, dass wir zu sehen waren. Das ist bei den Edelnauten ganz maßgeblich Nele Hirsch. Das sind Christoph und Blanche für die Videoproduktion und das ganze Team rundherum. Und nochmal die Werbung bis Mittwoch, vielleicht Donnerstag, noch auf edunauten.de/OERcamps kann man alle Coaches finden und ansprechen und kriegt Antworten zu seinen eigenen Fragen. Wunderbar. Feierabend für heute. Zumindest hier. Ja. Danke in alle Richtungen. Tschüss. Mach's gut.